Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara mai konferenciáján, amely az autóiparban, jelenleg hazánkban és Németországban alkalmazott ipar 4.0 trendekkel, megoldásokkal fog foglalkozni. Az én nevem Balog Ilona, én a Német-Magyar Kamara ügyvezető igazgató helyettese vagyok. Az autóiparban tevékenykedők számára a jelenleg a hétköznapokat gyökeresen felforgató pandémiás helyzet azt gondolom, hogy csak pont volt az én, hiszen mindannyiunk számára ismert, hogy ezen ágazat szereplői már a koronavírus kitörése előtt is komoly nehézségekkel küszködtek. A környezetvédelmi szempontok miatt fókuszba kerülő új technológiák, mint például az elektromos meghajtás, vagy a digitális transformáció, ezzel összefüggésben az automatizáció, rohamléptő térhódítása bizony komoly kihívások elé állította az ágazat szereplőit, ez érvényes ugyanúgy a gyártókra, mint a beszállító szektorra is. Ebben a folyamatban Németország meghatározó szerepet játszik, különösen igaz ez Magyarország vonatkozásában, hiszen ismert, tudjuk, hogy Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere. A német gazdaságban zajló folyamatok meghatározóak a magyar gazdaság számára, és ez kiemelten igaz az autóiparra is. A mai nap tematikája ennek jegyében épül fel. Elsősorban a német hallgatóság kedvéért adunk egy rövid áttekintést először is a magyar helyzetről, majd ezt követően megpróbálunk egy átfogó képet adni az ipar 4.0 trendekről Németországban. Meghallgatunk néhány gyakorlati példát, megismerkedünk néhány új technológiával. Én fogom végighalózolni Önöket a mai konferencián, mint moderátor. És akkor mielőtt belevárnánk, engedjenek meg még néhány technikai útmutatást. Videófelvétel készül a konferenciáról, amely néhány napon belül fölkerül a honlapunkra is, és ott újra megtekinthető, elérhető lesz. Gondolom, hogy itt az utóbbi hónapok során már mindannyian többször gyakrabban részt vettek ilyen Zoom programon megrendezésre kerülő eseményeken, de azért nagyon gyorsan átfutnék a legfontosabb tudnivalókon. Tehát önök hallgatóként vesznek most itt részt a konferencián, ami azt jelenti, hogy kamera és mikrofon nélkül. Viszont a kérdéseiket fel tudják tenni folyamatosan. Arra kérném önöket, hogy ne a chat funkciót használják, hanem attól függően, hogy milyen nyelvű a Zoom, az F&A vagy Q&A funkciót, mert így jobban tudjuk szortírozni, rendszerezni a kérdéseket. És biztatnám is önöket, hogy amennyiben felmerül önökben egy kérdés, kérném szépen, hogy magyarul, nyilván a német résztvevők németül, de magyarul írják rá a kérdéseket, én fel fogom olvasni, és le lesz fordítva a kérdés. És ha már a fordításnál tartunk, ahogyan azt észrevehették, szinkron tolmácsolással zajlik a rendezvény. Ahhoz, hogy ez a funkció működjön, le kellett tölteni a Zoom legfrissebb verzióját. Itt a kolléganőm már az előkészítés során is elküldte önöknek ehhez a linket, de most is elküldte cseten. Tehát ha valakinek nem működne a fordítás, ennek ez az oka, akkor kérem, hogy töltse le gyorsan a legújabb verziót. Egyébként pedig a képernyő, hát nálam az alján, gondolom önöknél is, van egy ilyen globusz földgömb ikon, ha arra kattintanak, ott lehet választani a német, illetve a japán nyelv között, de ez ne tévessze meg önöket, a japán nyelv mögött igazából, mint ahogyan tapasztalják is, a magyar rejlik. Mai rendezvényt körülbelül 10 és 13 óra között hirdettük és tervezzük lebonyolítani, egy negyedórás szünettel, amelyre dél körül kerül sor, 11:45-12 között, amikor is lesz majd mondjuk egy kávét hozni, vagy teját, frissítőt. Aki pedig a képernyő előtt marad, az pedig megtekintheti néhány német vállalat, itt bemutatkozó német vállalat image filmjét is. Engedjenek meg még néhány szót a projekt hátteréről. Ez a mai esemény a Német Gazdasági Minisztérium a BMW támogatásával valósul meg egy olyan projekt keretén belül, amely a német kis- és középvállalatok export támogatását hivatott szolgálni. A szervező partnerünk ebben az eseményben a bajorországi EMS GmbH volt. Szeretettel köszöntöm az ügyvezetőjét, az EMS-nek dr. Ulrich Wildurat, aki szintén itt van ma velünk.
És akkor szeretném bemutatni a mai nap első és a mai konferencia egyetlen magyar előadóját, dr. Nick Gábor urat, az Epic Indolabs képviselőjét. Az Epic Indolabs Kft. A STAKI és a németországi Fraunhofer kutatóhálózat közös projektvállalata, amely az Ipar 4.0 koncepció bevezetésében segíti a magyar ipari vállalatokat. Nikkurat arra kértük meg, hogy adjon néhány gyakorlati példán keresztül egy áttekintést az ipari digitalizáció gyakorlati hasznosulásáról Magyarországon. Úgyhogy erre szeretném most felkérni őt, önöket pedig még egyszer arra biztatnám, hogy a kérdéseiket, amely felmerül az előadás közben, az F&A vagy Q&A ablakban nyugodtan tegyék fel magyar nyelven. Nikkur, az öné a szó. Köszönöm szépen a lehetőséget. Próbálok kattintgatni. Nos, én minden évben nagyon izgatottan várom a Gartnernek a jelentését arról, hogy milyen trendek találhatóak meg, milyen trendek ismerhetőek fel a nagyvilágban. Ugye itt mindenféle szép bűvszavakat szoktunk hallani. Én azt a kérdést fogalmaztam most meg, hogy vajon mit gondolunk, hogy az Ipar 4.0 hogy nézhet ki ezen a Gartner jelentésen? Hogyha megpróbálnánk elhelyezni, akkor hol található ebben a Gartner hype ciklusban? Most egy teremben lennénk, akkor megszavaztatnám a kedves nézőket, hallgatókat. Elárulom, hogy az én megközelítésem szerint az Ipar 4.0 Magyarországon leszálló ágban van. Kicsit a kiábrándulások völgye felé tartunk, amelynek én azt gondolom ez az a legfőbb indoka, hogy nagyon kevés az innováció, nagyon kevés a fejlesztés, nagyon kevés az új projekt, amely a KKV-k és a nagyvállalatok mindennapjaik során találkoznak vagy foglalkoznak. Hogy ne egy légből kapott mondat legyen ez, álljon itt egy felmérésnek az eredménye. Ugye a Nemzeti Technológiai Platform felmérte Magyarország Ipar 4.0 ökoszisztémáját, és ebből nagyon szépen kiderül, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez egy nagyon fontos tématerület, versenyképességet abszolút befolyásolja, ezért vállalati mérettől függetlenül mindenki azt mondta, hogy nekünk erre szükségünk van, mert hatással van a mi versenyképességünkre. Ugyanakkor a másik oldalon, ha megnézzük, akkor a legtöbb vállalatnak nincs stratégiája, nincs Ipar 4.0 stratégiája, amivel ennek az innovációnak az adaptációit meg tudná valósítani Magyarországon, és ugyanilyen szomorú képet kapunk, ha megnézzük, hogy volt a vállalatnál innováció az elmúlt 5 évben. Szeretném hangsúlyozni, ez egy önbevallásos kérdői volt, tehát nem arról van szó, hogy nem vállalták volna fel a tetteiket, a múltukat a bevallók. A másik nagy kérdés, amit én szeretnék még megfogalmazni, hogy hányan vannak most közöttünk a teremben, azok, akik tudják, hogy ők pontosan az Ipar 4.0 felkészülés útján hol tartanak. Mi az ő érettségük, mi az ő maturity helyzetük. Azt gondolom, hogy erre azért van szükség, mert egy ilyen útnak a során mindenképpen egyfajta tudásszintetizálás történik, megnézzük, hogy milyen trendek vannak körülöttünk, a végén pedig egy Ipar 4.0 stratégia tud kibontakozni. Azt gondolom, hogy nincsenek könnyű helyzetben a vállalatoknak a vezetői, döntéshozói, mert rengeteg trend található körülöttünk, rengeteg buzzwordot, bűszót hallunk, közösségi hálózat, individualizáció, big data, mesterséges intelligencia. Az ember csak kapkodja a fejét, és azon gondolkodik, hogy hogyan lesz ebből valójában siker, pénz és csillogás az ő vállalatánál. De azt gondolom, hogy a vállalati döntéshozókat ez motiválja a leginkább. Bizony számtalan dilemmával is találkoznak, mert ugye arról beszélünk, hogy osszuk meg az adatokat, ugyanakkor az adatok mégiscsak a mi saját adataink. Arról beszélünk, hogy munkanélküliség van, aztán arról beszélünk, hogy szükségünk van a robotokra. Hupszi. Kicsit itt szét van esve ez a prezentáció, elnézést, de folytatom. Az Epic Indolabs Kft. Két kutatóintézetnek a leányvállalata, a német Fraunhofer és a lánykor névén Magyar Tudományos Akadémiának a Számítástechnikai Kutatóintézete hozta létre az elmúlt 2 évben, annak érdekében, hogy Magyarországon a ipari digitalizáció mind jobban elterjedjen. Upszi.
A mai napon tehát arról fogok beszélni, hogy milyen trendek vannak, és ezek milyen ipari hasznosulást jelenthetnek a mi életünkben. Azt gondolom, hogy érdemes egy kis visszatekintéssel élnünk, megnézni, hogy hogy jutott el az ipar 4.0 egyáltalán köztudatba, hogyan alakult, hogy jutottunk ehhez a paradigmához. Korennek az ábráját szeretném bemutatni, ami arról szól, hogy valamikor az 1800-as években egyedi gyártással készültek a termékek, hogy amikor a kis manufaktúrákban ottan csiszoltak, csavaroztak, aztán előálltak a különböző bútorok, kéziszerszámok, utána indult egy felfutás, amikor megjelent a futószallag, megjelent a tömegtermelés, ugye Fordnak a klasszikus mondását mindenki ismeri, hogy bármilyen autót lehet vásárolni, csak az a lényeg, hogy fekete színű legyen, és egy Ford T-modellről legyen szó. Aztán szépen beindult a digitalizáció, megjelent a CNC vezérlés, és egyre inkább megjelenik az az igény, az a vásárlói igény, ami arról szól, hogy a termék, amit megkapok, az ismét az én egyedi igényemnek megfelelően készüljön el. A nagy paradigmaváltás itt azonban az, hogy ezt a terméket én tömegáron szeretném megkapni. Ahhoz, hogy tömegáron tudjuk előállítani, az bizony hozzá kell nyúlnunk a termelékenységhez, foglalkoznunk kell ennek hatásával, versenyképességével. És azt gondolom, hogy nagyon lényeges dolog a manapság, hogy olyan termelést és olyan gyártást támogassunk, ami mindenképpen a fenntarthatóság irányába mutat. Azt gondolom, hogy számtalan trend van körülöttünk, amivel érdemes foglalkozni. Én ezek közül most néhányat teljesség igénye nélkülit itt kiemeltem. Azt gondolom, hogy mindenképpen kell beszélnünk valamit a robotikáról, kell beszélnünk az integrációról, az összekapcsolásról, a kooperációról, valamilyen szinten kell beszélnünk a fenntarthatóságról. Én azt gondolom, hogy a digitális sikermodellek azok mindenképpen egy fontos elemét adják a mai közgondolkodásnak, és hát ugye a felhőszolgáltatások itt vannak közöttünk. Ha ezeket a témákat megnézzük, akkor láthatjuk, hogy bizony ezek különböző tőről fakadnak, de mégis egy irányba mutatnak, abba az irányba, hogy a adott terméket vagy szolgáltatást annak teljes életciklusában és az egész értéklánc vonatkozásában kezeljük, menedzseljük. Mit jelent ez? Ugye egy terméket nem csak előállítani kell, hanem utána karbantartani kell, és utána karbantartás után, hogyha elromlik, akkor vagy úgy kell megsemmisíteni, hogy az ökológiai lábnyomunk az ne terhelje a földet. Az értéklánc az pedig azt jelenti, hogy bizony számtalan szereplő játszik ennek a terméknek az életében fontos szerepet, és őnekik közösen kell együttműködni. Kezdjük is akkor az első komoly trenddel, az integrációval. Ugye gyakran halljuk az ipar 4.0 kapcsán, hogy horizontális integráció, vertikális integráció, de ez azt jelenti, hogy vállalaton belül, vagy vállalaton kívül történik az egymásra utaltság, az összekapcsolódás. Én azt gondolom, hogy integrálódni szükséges az iparnak az egyetemi és a kutatóintézeti szférával is, mert onnan olyan új innovációk tudnak átkerülni, amelyek ipari hasznosulása nem lehet kérdéses. Ugye ennek is megvan a tudományos háttere, akit érdekel, hogy hogyan tud együttműködni az ipar, az egyetemi vagy kutatóintézet és a kormányzat, hogy ez a triple helixben van szépen tudományos szinten megfogalmazva. Ennek az a lényeg, hogy ez a három entitás, ha közösen tevékenykedik, akkor tud igazából olyan innovációs környezetet, olyan innovatív milliót létrehozni, amelyben könnyen lehet fejlődni, könnyen lehet előrejutni, és a benne található szereplők azok versenyképesek, sikeresek lesznek. Azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van ebben az integrált új világban a különböző kamaráknak, különböző platformoknak, fel is soroltam néhányat, amelyek mind-mind azt szorgalmazzák, azt támogatják, hogy egyfajta tudásmegosztás jöjjön létre, induljon be valamiféle kooperáció az egyes tagok között. Én azt gondolom, hogy kooperálni sokféleképpen lehet, különböző megközelítések vannak, én itt egy négyes felosztást tettem, azt mondom, hogy két-három szereplő tud együtt dolgozni mondjuk egy workshop keretében, ötletbőrzét tartanak, tudnak közös projekteket indítani, amelyben együttesen tevékenykednek, akár egymást oktathatják is,
Tehát, hogyha megnézzük, hogy a partnerek között vannak olyanok, akik dedikáltan ezzel foglalkoznak, nagy is egy egyetem, egy kutatóintézet, akinek az ennek nagy gyakorlata van. Igaz, itt a tudás átadás az egyirányú, de mégis azt gondolom, hogy előre viszi a környezetet, az ökoszisztémát, és hát nyilván lehet pilot feladatokat is definiálni, aminek az a célja, hogy adott területen egy adott problémát közösen oldjunk meg. Igen, nagyon sokan félnek attól, hogy jönnek a robotok. És mi van a robotokkal? Támadnak? Én azt gondolom, hogy nagyon helyén való Warren Bennisnek a megfogalmazása, ami arról szól, hogy ugye, most nem fordítanám le, gyakorlatilag a jövő gyárában két szereplő lesz, egy kutya és egy ember. Én azt gondolom, hogy ennél azért egy kicsit komplexebb ez a történet. Én úgy látom, hogy az ember és a gép az együtt fog működni. Együtt kell, hogy működjön. Én biztos vagyok benne, hogy nem jön elő az a szituáció, mint mondjuk a korábbi ipari forradalmaknál, hogy elkezdjük összetörni a robotokat, mert az emberek rá fognak jönni, hogy a robot az neki egy társ. Egy olyan társ, aki segíti az ő munkáját, a kezébe adja a terméket, a kezébe adja azt a munkadarabot, amivel neki foglalkoznia kell. Bizony, vannak olyan feladatok, amelyeket az ember nehéz fizikai erővel, vagy veszélyes környezetben kell, hogy megvalósítsa, akit nagyon jó, hogyha van egy segítőtársa, mondjuk egy robotnak a személyében. Tipikusan a robotokat egyébként repetitív munkára szoktuk használni, tehát amikor egy adott feladatot sokszor egymás után kell végrehajtani, azért egyszerűen, mert így lehet őket könnyen betanítani. Ezekre a feladatokra lehet őket könnyen betanítani, és igen, vannak olyan robotok, amelyek már önállóan mozognak, mobilak, mennek jobbra-balra, de azért ez még egy nagyon-nagyon új terület, egy olyan terület, ahol kiemelt fontosságú az, hogy az a dinamikus változó környezet, ami a robotokat körbeveszi, az minden esetben garantálja, hogy az adott robot és az adott ember biztonságosan tud együttműködni. Ha visszatekintünk néhány évvel ezelőtt egy gyárba, akkor a robotok el voltak zárva az embert ilyen vaskalickákba. Ez mára megszűnik, és azt gondolom, a jövőre nézve még inkább meg fog szűnni, ugyanis így biztosítható az, hogy egymást kisegítve, egymást támogatva tudjunk dolgozni. Néhány szó az informatikai felhőkről. Ugye a felhőket többféle kategóriába lehet sorolni, vannak publikus felhők, vannak privát felhők, a felhőből kaphatunk infrastruktúra szolgáltatás, kaphatunk alkalmazást, szoftvert, amit tudunk használni. Azt gondolom, hogy ezeknek az a közös ismérve, hogy azért lett szükség a felhő alkalmazásokra, mert rengeteg új adatforrásunk van. Rengeteg olyan szenzorunk van, ami küldi az adatokat, folyamatosan generálja őket, és ezeket valahol tárolni, valahol fel kell tudni dolgozni. És mindezt úgy kell megtenni, hogy a költségeket minimális szinten tudjuk tartani. Azt gondolom, hogy a felhők megjelenését alapvetően befolyásolja, hogy már adott az az informatikai infrastruktúra, sávszélesség internet irányba, amelyen keresztül tudunk hozzáférni ezekhez a távol levő erőforrásokhoz. És bizony azt kell mondjam, hogy nagyon nagy szerepük van ezeknek a felhőknek, akár a most körülöttünk zajló pandémia esetében is, ugyanis ezek azok a szolgáltatások, akár a Folding Home-ra gondolok, vagy akár a Stuck és a Wigner kutatóközpontok által felajánlott felhő szolgáltatási informatikai erőforrásokra, amelyek lehetővé tették azt, hogy nagy számítás igényes futtatásokat, kísérleteket végezzenek, és úgy így minél hamarabb megtaláljuk ennek a csúnya vírusnak az ellenszerét. Adódhat a kérdés, hogy akkor a felhőket hogyan tudják a KKV-k használni, hogyan tud beépülni ez egy kis vállalkozás életébe. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy a szenzorok által gyűjtött adatokat fel tudjuk küldeni a felhőbe. Ott azokat historikusan tudjuk elemezni, vizualizálni tudjuk őket. Lehetne az a mondás, de hát ha nekem van egy szervem, én akkor arra is fel tudom tölteni. Igen, de hogyha saját környezetben használom őket, akkor lehet, hogy vannak olyan eszközök, amelyeket én, mint kisvállalkozó nem tudok magamnak megvásárolni, mert
önmagában nagyon-nagyon drága lenne az a szoftver, vagy az alkalmazás, ezért azt csupán a felhőből veszem igénybe, és így olyan termelési informatikai megoldásokhoz juthatok, minimális költséggel, amelyek mindenképpen kellenek ahhoz, hogy az én vállalatom sikeres legyen. Itt is számtalan tudományos terület van még, amit kutatni kell. Ugye ahhoz, hogy az alkalmazások meg tudjanak jelenni felhőben, szükség van arra, hogy ezek hordozhatóak legyenek, kellenek mindenféle szabványok, kommunikációs csatornák, és nagyon fontos, szeretném kiemelni, hogy kell egyfajta hitelesség és bizalom. Tehát kell bizalommal lennem nekem a felhőszolgáltatóm irányába, nevezetesen, hogy én kimerjem küldeni az adataimat, és bízzak abban, hogy nem fog senki ellopni ebből semmiféle adatot. Upszi, most kettőt lépett. Ha a felhőben már megvannak az adatok, akkor az adatokat valamilyen szinten fel kell dolgozni. Itt egy 2018-as lenszképet mutatnék, ami arról szól, hogy hány és hány megoldás van már, legyen szó felhőinfrastruktúráról, adatelemzéshez, maga az adatelemzés, vagy vállalati alkalmazások, ugye itt minden ilyen kis ikon egy-egy vállalatot, egy-egy megoldás jelent, ami arra szolgál, hogy a felhőben tárolt adatokat fel tudjuk dolgozni, és ki tudjuk értékelni, tudjuk használni azokra a funkciókra, amelyekre én azt gondolom, hogy ma egy KKV-nél mindenképpen szükség van. Tehát beszélhetünk itt arról, hogy raktárkészletünket optimalizáljuk, beszéljünk arról, hogy az adott terméket fel szeretnénk ismertetni egy robottal, az, hogy meg tudjuk fogni azt a terméket, valamiféle alakfelismerésre van szükség. Mindenképpen látnunk kell, hogy az egyéb adatok, a saját adataink hogy néznek ki a gyártáson belül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy számtalan olyan terület van, ahol adatelemzési felületekkel találkozhatunk ipari környezetben. Említettem a trendek között a fenntarthatóságot. Ebben a gondolatkörben is számtalan kutatás zajlik. Talán sokan hallottak már a körkörös gazdaságról, ami arról szól, hogy a termékeket olyan anyagokból állítjuk elő, amelyeket később újra lehet hasznosítani. Az egyik terméknek a vége gyakorlatilag egy új terméknek a megszületését jelenti. Mint szó megjelenik a crowdsourcing platform, ahol arról van szó, hogy a különböző gyárak bizonyos funkciókra, bizonyos feladatokra specializálódnak, és kiajánlják egymás szolgáltatásait. Tehát van olyan, aki csak festéssel foglalkozik, de ő lefest egy mobiltelefont, befest egy ruhát, lefest egy autót, van, aki gyártó funkciókkal foglalkozik, és valaki mondjuk csak adatelemzéssel. És ilyen formán az erőforrásainkat megosztjuk, és kiajánljuk egymásnak. Itt is ugye kiemelt szerepült a bizalomnak, a hitelességnek, hogy elhiggyük, hogy a másik nem fog nekünk kárt okozni azzal, hogy a mi gyártási folyamatunknak a lelkébe, a mélyébe belenyúl. Én azt gondolom, hogy a jövőt nézve az a trend, hogy a gyógyászat, a nano és a biotechnológiák porondon lesznek, az nem kérdés. Én azt tippelem, és azt valószínűsítem, hogy ezek elkezdenek összefonódni. Tehát egyre inkább olyan megoldások lesznek, amelyek ezeknek a kutatási irányoknak az eredőjét adják. Mondjuk arra gondolok, hogy nanorobotokat beteszünk egy embernek a vércsatornájába, és ott elmegy és megöli a baktériumokat. Tehát ilyenekre gondolunk. Nyilván ez már még egy science fictionnek tűnhet, de azt gondolom, hogy vannak már erre vonatkozó kutatások. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy felismertük, hogy az iparban bizonyos dolgokat nem kéne már kitalálnunk. Nem kell kitalálnunk, mert az élővilágban ezek már megvannak. Figyeljük meg a környezetünket, nézzük meg, hogy egy esőcsepp mitől marad meg egy levélen, utána ezt az anyagösszetételt, hogyha megvalósítjuk ipari környezetben, mi előállítjuk, akkor biztos, hogy egy nagyon jó vízlepergető ruhához, síjjekihez tudnánk jönni. Vagy nézzük meg, hogy hogyan dolgoznak együtt a hangyák, hogyan működnek rajban, és hogyha ezt meg tudjuk tapasztalni, és át tudjuk vinni az iparra, akkor nagyon könnyen eljuthatunk oda, hogy az általunk üzemeltetett robotokat
önálló életre képes robotokat hogyan tudjuk összeszervezni úgy, hogy azok mindenképpen optimálisan működjenek. A körkörös gazdaság előjött, az előbbi gondolatok azok a nagyvilágra voltak érvényesek, és nézzük meg, hogy Európa szinten miben gondolkodnak. Mindenképpen szeretném megemlíteni a Connected Factories programot, ami arról szól, hogy különböző utakat definiálnak, különböző viszonylatokban, és megpróbálják megmondani, hogy hogyan kell kinézni egy vállalatnak, milyen érettségi szinten kell lenni, ha ő azt tűzi ki magának célul, hogy ő egy autonóm okosgyár. Akkor megvan, hogy bizony kapcsolati szinten milyen összekapcsolódásra van szükség. Megvan, hogy milyen optimalizációs megoldásokat kell használni, és megvan, hogy melyek azok a területeket, amiket már érdemes elhagyni, és ilyen pászfélyek, ilyen utak megtalálhatóak nem csak az autonóm gyárakra, hanem megtalálhatók például egy körkörös gazdaságban működő gyára, vagy egy olyanban, ahol nagyon lényeges összi az adatok, azok hogyan kerülnek kezelése. Én javaslom mindenkinek, hogyha van egy kis ideje, akkor a Connected Factories témát keresse meg az interneten, nagyon jó irodalma van neki. Közeledve a mindennapjainkhoz, én azt gondolom, hogy a leginkább fókuszban levő és nagyon könnyen sikereket elérni képes terület, ez a termelés és a logisztikai folyamatok elemzése és optimalizása. Itt alapvetően három nagy dologra kell gondolni. Először is egy ipari adatelemzésre, aminek már láttuk az eszközeit, felhőszolgáltatás, mesterséges intelligencia. Van a digitális gyárnak egyfajta eszközkészlete, ahol az anyagáramokat szimuláljuk, és bizony van egy termelés, tervezés és ütemezés, hogy mikor, mi történik a gyáron belül, milyen ütemben kell nekünk az adott terméket legyártani. Azért fontos ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk, mert az elmúlt időben óriási paradigmaváltásokon ment keresztül ez a terület. Ha megnézzük, hogy mennyit gyorsult a világ, ugyanezek a gyorsulások megfigyelhetők az iparban is. Hogy mennyire változtak a körülmények, megfigyelhető a gyárban. Megfigyeljük azt, hogy mennyire változott a különböző termékeknek a komplexitása, abszolút jól lekövethető, hogy ezek bizony mind megjelennek ipari környezetben, amire nekünk választ kell találni, és erre a válasz a digitalizáció, vagy a digitális IKER modellek. Átérnék erre a területre. Én azt gondolom, hogy a mai környezetünknek ez az egyik sikertényezője, hogy tudjunk digitális IKER modelleket építeni, úgy a termékeinket, mint a gyártósorunkat illetően. Digitális IKER nagyon gyakran keverik a digitális árnyékmodellel. Én digitális IKER-nek azt tekintem, amikor a adott termék vagy adott gyár egy az egyben leképződik a virtuális világban, és a kettő között egy folyamatos interaktív kapcsolat létezik. Tehát amikor a való világban gyűjtjük szenzoradatokkal a különböző jeleket, ezt betöltjük a mi virtuális környezetünkbe, ott futtatásokat, szimulációkat végzünk el, és ezeknek az eredményeit visszatöltjük az éles környezetbe. Azt gondolom, hogy a termelés informatika területén, tehát a digitális sikermodell az egy kiemelt történet, azért, mert ennek segítségével lehet különböző szimulációkat végrehajtani, szimulációkat, melyek abszolút alkalmasak arra, hogy mondjuk középtávú termelés tervezés hajtsunk végre, vagy mondjuk karbantartásainkat optimalizáljuk. Nézzünk néhány példát arra vonatkozóan, hogy milyen konkrét területeken láttunk mi már megvalósulásokat. Tehát ugye nagyon sokszor előfordul az, hogy egyszerűen szeretnénk egy beruházást indokolni. Előveszük a digitális sikermodellt, a szimulációt, és azt tudjuk mondani, hogy igen, ezt az új masinát ide beállítjuk, attól hogyan fog alakulni a mi környezetünk. Érdemes bevásárolni. Vagy például meg lehet nézni a különböző folyamataink, azok hogy reagálnak a különböző változtatásokra. Mi történik akkor, hogy ha berakunk egy új elemet, hol vannak szűk keresztmetszetek, hogyan lehet a gyártósorainkat kiegyenlíteni, mi történne, ha betennénk hova egy puffert, mennyiben változna a kimenetünk. Gyakorlatilag rengeteg ilyen mi lenne, ha megoldást lehet tesztelni virtuális környezetben, ennek megfelelően gyakorlatilag nulla költséggel.
A robotoknál is lehet digitális sikermodellt építeni. Itt éppen azt mutatjuk be, hogy a Land Rover gyárnak a ajtó heggesztésére csináltunk egy digitális sikermodellt, amelyben azt határoztuk meg, hogy milyen pályán kell ennek a robotnak működni, annak érdekében, hogy az a sok-sok pontheggesztés, ami itt megjelenik, az megfelelő időben és a leggyorsabban menjen végre. A digitális sikermodellek kapcsán azt gondolom, hogy számtalan szép és jó megoldásmodellt lehet használni. Ezek közül itt a háttérben fut egy Siemens Plant Simulationben megvalósított termék. Jó kérdés, hogy megtérülhet a szimuláció? Abszolút. A szimuláció azt gondolom, hogy mindenképpen megtérül. Megfelelő időben és megfelelő helyen kell alkalmazni, és akkor mindenképpen a gyárunk sikerét fogja jelenteni. Hozok itt még néhány példát. Én azt gondolom, hogy ezeket akkor most átugornám. Elég, hogyha így ránézünk, illetve a kiadott anyagokban majd ezek letölthetők. Most ezekkel nem húznám az időt. Én azt gondolom, hogy egy digitális sikermodell létrehozásához mindenképpen kell egy vállalat, kell egy elemző, egy modellező, akik nagyon szorosan együttműködnek, és adott esetben még egy harmadik partnert is behoznak, aki ezeket a fejlesztéseket implementálja az adott vállalati környezetben. Nyilván a szimulációnak vannak buktatói, különböző menedzsment hibák lehetnek, vagy a modell nem részletes felépítése mind-mind hibát jelentett, de azt gondolom, hogy ezeket megfelelő készítéssel lehet kezelni. Egy gondolatot tennék még ide a végére, az ökoszisztéma szemléletet, ami nekem azt jelenti, hogy folyamatosan figyelnünk kell a trendeket, amik körülöttünk vannak, mert ez visszaad a versenyképességre, a versenyképesség alapvetően a stratégiából indul ki, stratégiához pedig innovációk kellenek. Én azzal szeretném útjára engedni a kedves hallgatókat, hogy figyeljék a világot, nézzék, hogy milyen trendek vannak, nézzenek szembe magukkal, lássák, hogy milyen érettségi szintenek vannak, legyen stratégiájuk, és akkor biztosan versenyképesek és sikeresek lesznek a jövőre nézve. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ha bármi kérdés van, akkor biztos meg lesz ennek a fóruma, és ha jól nézem, akkor 26 perc alatt el is mondtam, amit kellett volna. Úgyhogy maradt még egy pár perc. Köszönjük szépen, Nikura, nagyon tartalmas, színes előadást és fontos gondolatokat. Hát eddig nem érkezett hozzám kérdés, nem tudom, hogy esetleg most szeretne valaki reagálni az előbb elhangzottakra, vagy konkrétan kérdezni esetleg Nikurtól. Úgy látom jelenleg, hogy nem érkezik kérdés, akkor esetleg mi majd a későbbiek folyamán is lesz erre lehetőség, vagy bármikor a később is eszükbe jut kérdés, nyugodtan ezen a F&A funkción keresztül föltehetik. Most viszont haladnánk tovább a programmal, és rátérnénk a németországi helyzetre, ipar 4.0 jelenlegi helyzete, kilátásai Németországban. Erre a témára kértük föl Christian Falkenstein urat, a Falkenstein Project Management GmbH ügyvezetőjét. Át is adnám neki a szót. Ja, guten Morgen allerseits. Vielen Dank für die Einladung heute über den aktuellen Stand und den Ausblick Industrie 4.0 in Deutschland zu sprechen mit Fokus auf die Automobilindustrie. Mein Name ist Christian Falkenstein. Ich bin Eigentümer der Firma Falkenstein Projektmanagement GmbH in vierter Generation. Wir beschäftigen uns mit Fabrikplanungen, neuen Technologien und auch Smart Factory Services. Unser Unternehmen befindet sich in Süddeutschland. Wir bieten integrale Planungen an. Das heißt, wir beschäftigen Architekten, Ingenieure, auch Technologen und bieten die gesamte Spannbreite der Gesamtplanung für Industriebauten an. Daneben sind wir Gründungsmitglied der Smart Factory Association, ein Verband, der sich mit der Verbindung von Wissenschaft, Fabrikbetreibern und Ausrüstern zur Entwicklung von Bausteinen einer Smart Factory beschäftigt. Auch sind wir Teilnehmer der German Energy, eine
Vereinigung, die sich beschäftigt, aus regenerativen Energien Strom zu erzeugen, die in Industriebauten einfließen zu lassen und zu speichern. Vielleicht eine interessante Zahl: Deutschland verfügt über 57 Quadratkilometer Dach- und Fassadenfläche im Gewerbe- und Industriebau und könnte pro Jahr durch Photovoltaik 200 Terawattstunden Strom erzeugen. Das wären 90% des Strombedarfs der deutschen Industrie. Zum Begriff Industrie 4.0. Industrie 4.0 wurde von Henning Kagermann, ehemaliger Vorstandssprecher der SAP, und Wolf-Dieter Lukas, Physiker und tätig im Bundesministerium für Bildung und Forschung, sowie Wolfgang Walster, Informatiker und Hochschullehrer, sowie Direktor des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz geprägt und erstmals 2011 zur Hannover Messe der Öffentlichkeit vorgetragen. Industrie 4.0 ist ein Zukunftsprojekt und umfasst die Digitalisierung der industriellen Produktion. Die industrielle Produktion soll mit modernen Informations- und Kommunikationstechniken verzahnt werden. Mit der Hilfe von 4.0 soll weitestgehend selbstorientierte Produktion möglich werden. Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte kommunizieren und kooperieren direkt miteinander. Durch die Vernetzung soll es möglich werden, nicht mehr nur durch einen Produktionsschritt, sondern durch eine ganze Wertschöpfungskette den Prozess zu optimieren. Das Netz soll zudem alle Phasen des Lebenszyklus des Produktes einschließen, von der Idee eines Produktes über die Entwicklung, Fertigung, Nutzung und Wartung bis zum Recycling. Was sind die Herausforderungen der Zukunft? Ich habe hier vier Bereiche definiert. Einmal die Urbanisierung. Wir werden bis zum Jahr 2050 werden 2/3 der Weltbevölkerung in Städten leben. Die Globalisierung in der Automobilindustrie. Die deutsche Automobilindustrie ist weltweit aufgestellt. Mit eigenen Produktionswerten und aus Deutschland heraus werden Autos bzw. Zulieferteile, Services auf die ganze Welt exportiert. Gleiches gilt natürlich auch für Märkte von Südkorea, China, USA. Also die Automobilindustrie ist eine sehr globale Industrie. Digitalisierung, wir sprechen von autonomen Fahren, intelligenten Fabriken und intelligenten Produkten. Und zu guter Letzt der Klimaschutz durch die Erderwärmung. Haben wir durch das Pariser Klimaschutzabkommen und den EU Green Deal eine große Herausforderung vor uns, um den CO2-Gehalt bis 2050 neutral zu halten. Der politische Wille in Deutschland sagt deswegen ganz klar, alternative Antriebssysteme, der Verbrennungsmotor wird sicherlich sich verändern und es werden andere Antriebssysteme wie Elektro-Brennstoffzelle oder auch synthetische Kraftstoffe weiter fortschreiten. Ein wesentlicher Faktor ist auch die Umweltbeeinträchtigung in China, die dazu geführt hat, dass die Elektrofahrzeuge in China großen Zulauf bekommen haben. Sie können heute bei einem normalen Verbrenner warten Sie Jahre auf eine Zulassung. Das geht viel schneller, wenn Sie sich in China ein Elektroauto zulegen. Große Anstrengungen wird es hier in der Forschung geben, insbesondere in den Speichermöglichkeiten. Die Zukunft der Mobilität sieht so aus, dass wir durch die Digitalisierung viele Echtzeitdaten in Zukunft bekommen werden, um Verkehrssituationen zu entschärfen. In Deutschland gibt es die Meinung, dass wir zu viele Autos auf den Straßen haben. Wir haben derzeit ca. 48 Millionen Fahrzeuge, die in Deutschlands Straßen unterwegs sind. Und hier gibt es verschiedene Überlegungen, auch durch neue Stadtplanungen, die in Quartieren denken, die kurze Wege vorgeben, auch natürlich durch Carsharing-Konzepte oder zum Beispiel Amsterdam ist hier eine Vorzeigestadt, um alternative Mobilitätsmöglichkeiten zu nutzen, hier zum Beispiel das Fahrrad. Große Entwicklungen, der Hyperloop, der in Deutschland gerade auch entwickelt wird zur Versorgung von Cargo, insbesondere durch schnelle Zulieferungen, eventuell auch eines Tages für den Personenverkehr gedacht.
China, ein Beispiel, hier wird der Schienenverkehr sehr massiv ausgebaut, ist schon ausgebaut worden und bildet eine klare Alternative zum Flugverkehr und zum Automobilverkehr. Wie sieht es weltweit aus in der Automobilindustrie? Wir hatten bis zum Jahr 2017 einen Verkaufswert von annähernd 100 Millionen Fahrzeugen im Jahr. Darunter sieht man PKWs, LKWs und Busse. Durch den Handelskrieg der USA mit China und auch durch so manche Verschiebungen in Schwellenländern ist diese Zahl, man sieht den Knick, um 4 Millionen Fahrzeuge gefallen und durch Corona noch einmal um circa 25%, also in kurzer Zeit ein enormer Einbruch von 25%. Wir liegen momentan ungefähr bei 74 Millionen Fahrzeugen. Die Nummer eins auf der Welt ist China mit 30 Millionen Fahrzeuge im Jahr, EU 19 Millionen, USA 11 Millionen und Japan 10 Millionen. In Deutschland werden produziert pro Jahr ungefähr 6 Millionen Fahrzeuge. Wie sieht die Landschaft aus in Deutschland? Deutschland, ein Automobilland mit den großen Marken, die allen bekannt sind, aber auch eine sehr leistungsstarke Zulieferindustrie, im Wesentlichen in Süddeutschland, in Bayern, Baden-Württemberg, aber dann auch im Saarland und Rheinland-Pfalz, mit weiterem natürlich Hotspot in Wolfsburg durch den VW-Konzern. In Deutschland wurde auch das Automobil erfunden durch Karl Benz, der am 29. Januar 1886 das Patent angemeldet hat. Das ist jetzt seit 134 Jahre her. In Deutschland arbeiten im Bereich der Automobilindustrie ungefähr 1 Million Menschen. Und wir haben derzeit die Situation, dass die großen Konzerne, insbesondere VW, sehr viel Geldmittel für die nächsten Jahre einsetzen möchte, um die Zukunftstechnologien zu entwickeln. Neueste Meldungen waren ein Betrag von 75 Milliarden Euro. Ganz im Gegenteil, der Mittelstand unter 250 Millionen Euro Umsatz sagen Prognosen, dass diese Firmen es schwer haben werden, weil sie einfach nicht im Weltmarkt dabei sind, sie nicht in China zum Beispiel produzieren können und somit durch die Corona-Krise langfristig eher Schwierigkeiten haben werden. Wie digital sind jetzt deutsche Fabriken ausgestattet? Vernetzte Produktionsanlagen, Echtzeitkommunikation zwischen Maschinen, individuelle Unterstützung von Kollegen Roboter. Die Digitalisierung der Industrieunternehmen in Deutschland macht Fortschritte. Fast 6 von 10 Industrieunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern in Deutschland nutzen spezielle Anwendungen aus dem Bereich Industrie 4.0. Zugleich hat sich der Anteil der Unternehmen, für die Industrie 4.0 gar kein Thema ist, seit 2018 von 9% auf 1% verringert. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie zur Digitalisierung der Industrie im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom. Die produzierende und verarbeitende Industrie ist der Kern der deutschen Wirtschaft und sie verfügt über ein riesiges digitales Potenzial. Fast alle Unternehmen haben sich auf den Weg in Richtung Industrie 4.0 gemacht. Anders als Deutschlands Verwaltungs- und Schulen war die Industrie auch ohne Corona digital gut in Schwung. 94% sehen in der Industrie 4.0 die Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Mehr als jeder Zweite betont, Industrie 4.0 gebe dem eigenen Geschäft generell neuen Schub. Insgesamt sieht eine überwältigende Mehrheit von 93% der Industrieunternehmen Industrie 4.0 als Chance und nur 5% als Risiko. Der Großteil der deutschen Industrieunternehmen setzt große Hoffnungen in den neuen Mobilfunkstandard 5G, mit dem sich große Datenmengen drahtlos und in Echtzeit übertragen lassen. 73% der Industrieunternehmen sehen die Verfügbarkeit von 5G für das eigene Geschäft als wichtig an. 5G ist für die deutsche Industrie eine Schlüsseltechnologie. Sie ermöglicht Übertragungen in Echtzeit, eine höhere Netzwerkkapazität und eine quasi unbegrenzte Zahl an Menschen und Geräten, die innerhalb der 5G-Netze miteinander in Echtzeit kommunizieren können. Eine Voraussetzung für autonomes Fahren oder die Kommunikation zwischen Maschinen ohne Kabel.
5G bildet das Nervensystem der Industrie 4.0. Eine ebenfalls große Bedeutung wird künstlicher Intelligenz, KI, beigemessen. Jedes siebte Unternehmen nutzt aktuell künstliche Intelligenz im Kontext von Industrie 4.0, wobei größere Unternehmen ab 500 Mitarbeitern mit 23% deutlich häufiger auf KI setzen als kleinere Unternehmen. Zu den wichtigsten Vorteilen von KI in der Industrie zählen die Unternehmen neben der genannten Möglichkeiten der vorausschauenden Wartung, eine Steigerung der Produktivität sowie die Optimierung von Produktions- und Fertigungsprozessen. KI ist eine epochale Technologie, die die Weltwirtschaft und gerade auch die Industrie revolutionieren wird. Damit das gelingt, werden nicht nur Maschinen und Prozessdaten, sondern auch exzellent ausgebildete KI-Experten gebraucht. Die Fachkräftesicherung ist somit auch ein wichtiges Thema bei den Industrieunternehmen. 66% bekräftigen, dass durch Industrie 4.0 neue Arbeitsplätze für gut ausgebildete Fachkräfte entstehen. Fast alle meinen, dass die Arbeit in der vernetzten Fabrik verstärkt interdisziplinäre Kompetenzen erfordert, etwa an der Schnittstelle von Maschinenbau und Informatik. Dabei sind 61% aller Industrieunternehmen der Meinung, dass durch Industrie 4.0 insbesondere Arbeitsplätze für gering Qualifizierte in den Fabriken wegfallen. Allerdings geben 58% an, dass der Mangel an Spezialisten für Industrie 4.0 zu den großen Hemmnissen zählt. 2019 waren es noch 55% und 2018 nur 49%. Als weitere Hemmnisse für Industrie 4.0 werden hohe Investitionskosten und Anforderungen an den Datenschutz und Datensicherheit gesehen. Die Digitalisierung der deutschen Automobilindustrie gilt in Deutschland als Wirtschaftsmotor und steht mit der Elektromobilität, dem Dieselskandal und der Digitalisierung vor einer großen Herausforderung und einem großen Wandel. Die Industrie hat dabei auch enorme Erwartungen geschürt, insbesondere im Bereich autonomes Fahren. Kaum eine Branche ist stärker von dem Thema Industrie 4.0 betroffen als die Automobilindustrie. Deutsche Unternehmen haben hier eine Führungsposition. Innovationen werden von den Global Playern bis an die Grenzen des Machbaren vorangetrieben. Hier gilt es auch zu sagen, dass die Industrie eine viel größere Investitionskraft an den Tag legt, wie zum Beispiel der Mittelstand. Bis 2022 werden rund um den Globus rund 4 Millionen Industrieroboter im Einsatz sein. In der installierten Menge von Industrierobotern liegt Deutschland an dritter Stelle. Erste Stelle belegt China, zweite Stelle Japan. Umgerechnet auf den Bereich auf 10.000 Beschäftigte hat Südkorea den ersten Rang, Japan den zweiten und Deutschland auch hier den dritten Rang. Alternative Antriebssysteme werden in Deutschland momentan sehr stark gepusht. Insbesondere die Elektromobilität. Dieser Chart zeigt auf 100 Kilometer gefahren, dass der Elektromotor der wirtschaftlichste ist, gefolgt von der Brennstoffzelle und weniger effektiv derzeit noch die synthetischen Kraftstoffe. Große Forschungsüberlegungen gehen in den Bereich der Batterieentwicklung, im Bereich Reichweite, Ressourcen, Gewicht, das Netz der Ladestationen und die Schnelligkeit der Aufladung. Dennoch stößt ein heute produziertes E-Auto erst ab einer Laufleistung von mehr als 300.000 Kilometer weniger CO2 aus als ein vergleichbarer Dieselverbrenner. Wichtige Fragen hier gilt es in der Zukunft zu beantworten. Aus welchen Energiequellen wird die Batterie produziert? Welche Ressourcen werden verbaut? Nickel, Mangan, Kobalt, kritisch. Woher kommt der Strom, mit dem ein Auto aufgeladen wird? Es gibt Stimmen, die einen Mix sehen zwischen Elektro, Brennstoffzelle und synthetischen Kraftstoffen, aber auch eine Meinung aus der Industrie, die letztendlich die Elektromobilität bevorzugen und hier die gesamte Kraft einfließen lassen wollen. Synthetische Kraftstoffe werden mit Wasserstoff und CO2 mit Hilfe von Wind- und Sonnenstrom hergestellt. Die Nutzung kann man über das bestehende Tankstellennetz verfolgen. Allerdings sind synthetische Kraftstoffe aktuell noch sehr teuer und energieintensiv.
in der Herstellung und haben nur einen geringen Wirkungsgrad. Ein großes Thema ist das autonome. Wir stehen aber derzeit noch relativ am Anfang. Dieser Chart zeigt, dass von 0 auf 100 wir derzeit bei ungefähr 20% stehen. Die Infrastruktur in Deutschland lässt auch hier zu wünschen übrig, wenn man bedenkt, dass auch im Mobilfunknetz es doch zu vielen Funklöchern kommt und die Übertragung nicht gewährleistet ist. Auch die Sicherheitslücken ist ein großes Thema für autonomes Fahren. Das heißt, dass wir, um dieses 100% umsetzen zu können, dieses Projekt, dass wir enorme Ressourcen verwenden müssen, um hier eine Infrastruktur, die stabil läuft, in die Wege zu leiten. Des Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass das ja nicht nur auf Deutschland bezogen ist, sondern letztendlich eine europaweite, vielleicht weltweite infrastrukturelle Kraftanstrengung bedarf. Von dem her würden wir eigentlich von optimierten Assistenzsystemen sprechen und nicht von einem komplett autonomen Fahren. Die Infrastruktur, wie gesagt, müsste dementsprechend umgesetzt werden. Das heißt, wir bräuchten ein vollkommen durchgängiges 5G-Netz. Wir bräuchten eine riesen Rechnerleistung, die notwendig wäre, um die Infrastruktur herzurichten, um autonomes Fahren zu gewährleisten. Das ginge letztendlich nur mit einer kooperativen Gesamtanstrengung. Einzelne Firmen können hier in der Infrastruktur sicherlich nicht diese Notwendigkeit gewährleisten. Die Smart Factory. Die Smart Factory steht im Zentrum der sogenannten Industrie 4.0. Sie stellt eine Produktionsumgebung zur Verfügung, die sich im Idealfall ohne menschlichen Eingriff selbst organisiert. Der Begriff Smart Factory lässt sich mit intelligente Fabrik ins Deutsche übersetzen. Das Produkt selbst teilt die für die Fertigung benötigten Informationen der Smart Factory mit. Anhand dieser Informationen erfolgt die Steuerung der einzelnen Produktionsschritte bis zum gewünschten Endergebnis. In vielen Fällen findet eine drahtlose Kommunikation zwischen Produkten und Anlagen statt. Ziel ist es immer, die Produktivität zu steigern. Nur ein praktischer Hinweis nochmal aus Sicht eines Planers. Wir müssen uns schon damit beschäftigen, wenn die Elektrofahrzeuge sich vermehren sollten, dass wir auch hier zum Beispiel bei Parkplatzsituationen für Energiebereitstellung sorgen, die oftmals mehr Energie letztendlich zur Verfügung stellen muss wie die gesamte Fabrik. Hier ein Beispiel aus Deutschland, ein Neubau der Firma Daimler in Sindelfingen. Hier wird unter anderem die S-Klasse hergestellt. Ein Projekt, das 730 Millionen Euro Investment gekostet hat. Die Produktionshalle ist so flexibel, dass dort sowohl Kompaktwagen als auch SUVs, sowohl Fahrzeuge mit konventionellen Motoren als auch mit hybriden oder elektrischen Antrieben gefertigt werden können. In der Montagelinie werden Fixpunkte vermieden, sodass diese schnell und einfacher umgebaut werden kann, wenn die Produktion eines neuen Modells ansteht. Also eine sehr flexible Handhabung. Darüber hinaus kommen in der Fabrik anstatt klassischer Fließbänder mehr als 400 fahrerloser Transportfahrzeuge zum Einsatz. Wird die Montage umgestellt, muss also nicht die Anlagentechnik, sondern nur der Fahrwerk der Transportfahrzeuge geändert werden. Es handelt sich um eine papierlose Fabrik. Die Maschinen und Anlagen sind in der gesamten Halle miteinander vernetzt. Der größte Teil davon ist Internet of Things fähig. Unabdingbar für die Industrie 4.0 ist eine leistungsfähige digitale Infrastruktur, die in der Fabrik ein WLAN- und 5G-Mobilfunknetz gewährleistet. Ein anderes Beispiel, ein Start-up aus Aachen, die Firma IGO, die eine Ausgründung ist der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Sie produziert Elektrofahrzeuge für den Stadtverkehr. Das sind Fahrzeuge, die eine Reichweite haben von ca. 100 Kilometern. Und die erste Zulassung wurde im Mai 2019 eingereicht. Leider hat die Corona-Krise diese Firma schwer gebeutelt und es musste im Schutzschirmverfahren Insolvenz eingemeldet werden im April 2020, wobei ein Investor aus Holland die Firma übernommen hat und ab September 2020 wieder
Fahrzeuge produziert werden. Also eine deutsche Initiative, die versucht, eine deutsche Marke auf dem Markt zu etablieren. Ein weiteres Beispiel für eine derzeitige Entwicklung ist die Firma Tesla, die in Grünheide bei Berlin gerade eine Gigafabrik baut. Es ist der jüngste Standort in Europa der Firma Tesla. Und hier wird in Rekordzeit diese Fabrik aus dem Boden gestampft. Wahrscheinlich auch geschuldet dem Skandal um den Berliner Flughafen, baut die Firma Tesla in Berlin in Rekordzeit dieses Werk, derzeit noch ohne offizielle Baugenehmigung, auf eigenes Risiko. Und es sollen pro Jahr 500.000 PKWs hier vom Band rollen. Auch ist eine Batteriefertigung geplant. Große Ausbaupläne sagen sogar, dass hier an diesem Standort 2 Millionen Elektrofahrzeuge gebaut werden sollen. Im Vergleich zu Wolfsburg, VW, das größte Werk, produziert pro Jahr ungefähr 700.000 Fahrzeuge, nicht natürlich nur Elektrofahrzeuge. Die Firma Tesla hat Riesenerfolg. Sie hat einen Börsenwert von derzeit 500 Milliarden US-Dollar. Trotz der geringen Produktionszahlen und des bescheidenen Gewinns mit einem höchsten bewertetsten Autobau der Welt, höher bewertet wie BMW, Daimler oder auch VW gemeinsam. Es sind also enorme Geldmittel vorhanden, die letztendlich eine weltweite Expansion möglich machen und auch ein Verkaufs- und Servicenetz aufbauen lassen können. Der Status quo derzeit im Rahmen von Corona ist sehr erschreckend. Wie gesagt, wir haben einen Nachfragerückgang von ungefähr 25%. Man versucht durch Konjunkturhilfen dieses abzufedern. In der letzten Woche fand in Deutschland ein großer Autogipfel statt, wo man die Elektroprämien über das Jahr 2021 verlängert hat bis zum Jahr 2025 mit Zuschüssen, die bis zu 6.000 Euro pro Fahrzeug gehen. Auch haben wir in Deutschland das System der Kurzarbeit, das bis zum Ende des Jahres 2021 gewährleisten soll, dass keine übermäßig großen Entlassungen stattfinden müssen. Wie gesagt, es wird in der Zukunft werden die Großen, die global aufgestellt sind, es den Markt wieder schneller in den Griff bekommen, wie Unternehmen, die unter 250 Millionen Euro Umsatz liegen. Hier gilt es zu befürchten, dass nach Ende der Kurzarbeitregelung es doch zu verstärkten Insolvenzen führen wird. Was beachtlich ist, ist, dass auch während der Corona-Zeit, während des Lockdowns, des ersten und auch des zweiten, die Lieferketten global gehalten haben. Also hier war nicht mit Einbußen zu verfahren. Jetzt zum Ausblick. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Einmal die Digitalisierung, autonomes Fahren, neue Antriebssysteme im Rahmen der Corona-Zeit. Rückgang der Nachfrage, was aber auch sehr große Chancen in sich birgt. Das Auto, man sieht es hier im Chart, war noch nie so günstig im Vergleich zu den Einkommen wie heutzutage. Und wir haben auch, was die Staatshilfen angehen, das zeigt der Chart mit den Kreisen, enorme Geldmengen, die weltweit in die Märkte investiert werden, um hier die Lage abzufedern. Die CO2-Minderung wird sehr große Investitionskosten verursachen. Es wird sehr viel Geld kosten, diese CO2-Ziele zu erreichen. Und wir haben einen sehr großen Innovationsdruck in der Branche deswegen. Das Auto wird die Nummer eins bleiben bei den individuellen Fortbewegungsmitteln. Wir werden vielleicht durch Homeoffice und Online-Meetings weniger am Straßenverkehr teilnehmen, aber das wird auch wahrscheinlich nur zeitweise so sein und in den nächsten Jahren sich wieder normalisieren bzw. sogar verstärken, weil wir auch durch das Bevölkerungswachstum, das jedes Jahr ca. 95 Millionen Menschen ansteigt, natürlich größere Märkte dadurch auch allein bekommen werden. Die Zukunft wird vielfältig sein, neue Produkte durch neue Konzepte
und durch schnellere Zyklen. Vielen Dank. Köszönjük szépen Falkenstein úrnak ezt a kis kitekintést itt a végén, azt hiszem különösen hasznos volt. Nagyon visszafogott a hallgatóság, nem érkeztek kérdések, pedig biztos vagyok benne, hogy felmerült önökben néhány, hogy itt hallgatták az előző előadást. Bátorítom önöket ismét, hogy nyugodtan tegyék fel a kérdésüket magyar nyelven is, lefordítjuk, és eljut a címzethez, legyenek nyugodtak ebben. Köszönöm még egyszer, és akkor rátérnénk a konkrét ipari megoldásokra. Néhány német vállalat fogja bemutatni a technológiáját. A szünet előtt három ilyen prezentációra kerül sor. Az első a sorban a Kontronik Process und Automatisierungs GmbH. Siegfried Vonka urat szeretném felkérni az előadása megtartására. A Kontronik hegesztési berendezéseket gyárt, elsősorban ellenállás hegesztés, lézeres hegesztés, és a lézervágás területén aktív a cég. Forgalmazó partnert, illetve szervizpartnert keresnek Magyarországon. Vonka úr. So, herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier bei dem Online-Meeting dabei sein darf. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Siegfried Wonka. Ich bin Leiter der Abteilung Vertrieb und Service bei der Kontronik. Und es freut mich, heute jetzt einfach mal die Leistungsfähigkeit der Kontronik und ein paar Ideen und Lösungen mit vorstellen zu dürfen. Die Kontronik selbst ist ein Anlagenbauer, der Lösungen am Markt anbietet, die prozessrelevant sind. Wir sprechen hier über Lösungen im Bereich des Widerstandsschweißens und des Laserschweißens. Beim Widerstandsschweißen sind es hauptsächlich die Themen der Kondensatorentladung und der Mittelfrequenztechnologie. All die Lösungen, die wir am Markt mit anbieten, können wir in unserem eigenen Tech-Center nachstellen. Das heißt, wir haben hier einen eigenen Maschinenpark bei uns hier in Augsburg, wo wir die Möglichkeit haben, die Lösungen, die wir am Markt anbieten, dementsprechend auch nachstellen zu können. Wir sind sehr branchenorientiert, das heißt, ich zeige es nachher noch in der Präsentation detailliert. Wir sind branchenorientiert auf ganz spezielle Branchen, wo wir uns mit unseren Produktentwicklungen und Technologien mit hinentwickeln. Das ist hauptsächlich die Automobilindustrie, dort auch verschiedene Teile ganz im Speziellen und die weiße Ware. Gleichzeitig entwickeln wir auch parallel mit unserem Tech-Center zusammen, gemeinsam mit unseren Kunden verschiedene Lösungen. Das heißt, es geht teilweise los bei einer Idee, die der Kunde zu uns bringt. Er möchte ein bestimmtes Produkt fertigen und braucht hier ein bestimmtes Bauteildesign, das man prozesstechnisch, aber auch spanntechnisch sehr gut mit verschiedenen Schweißtechnologien umsetzen kann. Und dann entwickeln wir gemeinsam mit unserem Kunden die Bauteile bis zum Schluss zur Serienfertigung. Die Kontronik ist am Markt aktiv seit dem Jahr 2004, wurde gegründet in der Ortschaft, die nennt sich Welden, das ist in der Nähe von Augsburg. Augsburg ist im Süden Deutschlands, im schönen Bayern. Wir sind hier fast in der Mitte zwischen Stuttgart und München, wo zum Schluss auch die großen Automobilisten wie der Daimler und der BMW und der Audi untergebracht sind. Die Grundentwicklung der Kontronik war ursprünglich die Kondensatorentladung und man hat sich dazu committed, die Kondensatorentladung immer in einen noch größeren Bereich mit aufzubauen, leistungsfähigere Maschinen hochzurüsten. Und somit war man in der Lage, im Jahr 2007 die erste Kondensatorentladungsmaschine aufzubauen, die eine Schweißbuckellänge, eine Schweißnahtverbindung von 800 mm Länge aufsetzen konnte, in einer Schweißzeit von 10 Millisekunden. Diese Lösungen sind am Markt gebraucht bei der Fertigung von Bremsbelägen, bei Getriebefertigungen. Dort werden die hohen Schweißleistungen mit benötigt. Seit dem Jahr 2008 haben wir unsere Leistungsfähigkeit erweitert auf den Bereich des Laserschweißens.
Hier wurden ursprünglich Abgasklappen und Kraftstoffleitungen gefertigt und heutzutage sind wir, was das Laserschweißen angeht, eigentlich komplett in der ganzen Bandbreite des Marktes verteilt. Sie werden es dann auch noch in der Präsentation sehen, haben ein konstantes Wachstum, was wir dementsprechend so auch mit abbilden. So sind wir im Jahr 2012, 2013 umgezogen nach Augsburg in den Umweltpark, hier in ein neues, modernes Gebäude, um einfach auch das Wachstum der Contronics selbst mit abbilden zu können. Ganz, ganz interessant ist die Entwicklung, die wir im Jahr 2019 an den Markt gebracht haben. Das ist eine Laserschweißzelle, eine kleine kompakte Laserschweißzelle. Sie nennt sich CT Conny. Hier darf ich zum Beispiel verweisen auf unseren YouTube-Kanal Contronic TV. Und hier kann man zum Beispiel auch ganz tolle Videos der CT Conny mit anschauen. Hier sehen wir ein paar Zahlen der Contronic. Die Contronic selbst hat sich als Ziel gesetzt, ein gewisses Wachstum abzubilden. Das Wachstum sind 10% natürliches Wachstum. Das heißt, wir wollen wachsen in Umsatz und in Mitarbeitern, was uns auch bis auf ein paar Ausreißern mit gelungen ist. Ein paar positive, teilweise ein paar negative. Aber insgesamt können wir konstant das Wachstum selbst mit abbilden. Insofern zeigen wir aktuell eine Leistungsfähigkeit am Markt von ca. 12 Millionen Euro Umsatz pro Jahr bei 55 Mitarbeitern. Ich habe am Anfang die Branchen angesprochen. Die Branchen, die wir bedienen, sind die Automobilbranche und die weiße Ware. In der Automobilbranche muss man unterscheiden zwischen den verschiedenen Untergruppierungen. Und wir sind sehr, sehr stark im Automobilbereich, in dem ganzen Themen der Getriebefertigung, des Abgassystems und auch den Kraftstoffleitungen. Wir wissen, dass mit der Elektrifizierung der Fahrzeuge selbst diese Bereiche angezählt sind. Wir arbeiten aktuell mit unserem Kunden bei Erweiterungen der verschiedenen Lösungen, die wir hiermit anbieten. Und insofern bleibt natürlich auch die ganze Automobilindustrie für uns ein sehr, sehr wichtiger Bereich in Umsatz und in unseren Kundenbeziehungen. In der weißen Ware sprechen wir hauptsächlich mit Kunden der Geschirrspülerfertigung, hier mit allen namhaften Kunden, wo die Maschinen dann zum Schluss auch weltweit verteilt sind. Die 15% Sonstiges, was wir hier auf der Folie mit darstellen, ist hauptsächlich Lösungen, die wir am Markt anbieten, die im Bereich der Kondensatorentladung gehen oder ganz im Speziellen dann auch verschiedene Kundenbeziehungen, wo wir dann auch Max-Schweißlösungen mit umsetzen. Ein kleiner Rundumblick in unserer Halle zeigt unseren Maschinenbau, den wir aktuell bei ca. 2.500 Quadratmetern Fläche mit aufbauen. Hauptsächlich ist unsere Leistungsfähigkeit im Bereich des Widerstandsschweißens, das heißt Kondensatorentladungsmaschinen oder auch komplette Anlagen. Wir bauen Laserschweißmaschinen auf, machen aber auch kundenspezifische Anlagen mit Automatisierung, ohne Automatisierung. Sie sehen hier auf dem Bild verschiedene Anlagen mit Robotertechnik, wo wir hier zum Teil auch auf Kundenwünsche mit eingehen oder dementsprechend auf Standardprodukte zurückgreifen, die wir bei uns in Entwicklung mit integriert haben. Die Contronic ist ISO 9001 zertifiziert. Das schreibt uns der ganze Automobilbereich selbst mit vor. Neben der ganzen Projektabwicklung, die vor dem Verkauf einer Maschine stattfindet, werden wir danach die Maschine im Auftragsfall elektrisch und mechanisch konstruieren. Wir kaufen bei nahen Lieferanten, die in unserer Nähe sich befinden, den ganzen Stahlbau mit zu, die ganzen Form- und Frästeile und werden diese Form- und Frästeile entsprechend dann mit unserem eigenen Personal in den Maschinen einbauen, mechanisch und elektrisch komplettieren. Zum Schluss mit einem SPS- und Roboterprogramm versehen, in Betrieb nehmen und prozesstechnisch abnehmen.
Nach einer Abnahme wird die Maschine dann zum Kunden verlagert und beim Kunden selbst wieder in Betrieb genommen und dann bis zur kompletten Service-Dienstleistung auch bei unserem Kunden mit betreut. Wir sehen hier ein paar Bilder, die Bauteile präsentieren, Bauteile, für denen wir Maschinen aufgebaut haben. Jetzt mal hier aus dem Bereich der Automobil- und zwar Abgas- und Getriebesektor. Hier sind es Schalen, wo Stutzen und Muttern aufgeschweißt werden für Drucksensoren, für Abgassensoren. Dann verschiedene Niedeinheiten, die zum Schluss auch für den ganzen Getriebebau mit eingesetzt werden. Ganz im Speziellen möchte ich auch den Verweis bringen, dass wir hier mit unseren Schweißverfahren auch den ganzen Bereich der hochfesten Stähle mit abbilden können. Wir reden hier von Streckgrenzen, die irgendwo auf die 1200 bis 1500 Megapascal gehen. Verschiedene Anlagen im Bereich der Kleinkomponenten, Sitzstrukturen und außerhalb der Automobilindustrie verschiedene Türschweißanlagen, Aufzugstüren oder auch im Gerüstbau sind wir sehr, sehr stark aktiv. Ein paar Bauteile von der Weißenware, der Geschirrspülerfertigung. Und hier haben wir einfach die Möglichkeit, auch mit unseren Schweißverfahren in der Nähe von wärmesensitiven Bauteilen, wie zum Beispiel Kunststoffrollen, zu schweißen. Für den ungarischen Markt suchen wir eine Verstärkung, um hier, wenn man mal die Präsenz der Kontronik anschaut, wir sind hauptsächlich in Zentraleuropa untergebracht, haben unsere Maschinen dann auch bis in den amerikanischen, kanadischen Markt, in Südafrika wie auch in Russland und in China mit installiert. Im europäischen Markt, fehlt mir hier ein kleines bisschen, genau, die Markierung mit dazu. Im europäischen Markt sind wir, gerade wenn wir den östlichen Bereich anschauen, hauptsächlich Italien, Österreich, Slowakei, Rumänien und Serbien mit unseren Maschinen vertreten. Und hier fehlen uns tatsächlich noch die Präsenz und die Unterstützung im ungarischen Bereich, wo wir jetzt ganz aktuell suchen nach Partnerschaften über eine Servicepartnerschaft, eine Prozessbetreuung im ungarischen Markt oder auch eine Vertriebsrepräsentation, dass man hier unsere Kunden im ungarischen Markt mit betreuen kann. Unser gemeinsames Ziel, auch mit unserem Partner in Ungarn, sollte sein, hier den ungarischen Markt zu öffnen für den Widerstandsschweißmarkt, auf der anderen Seite auch für den Laserschweißmarkt, aber auch eine Vertriebskompetenz aufzubauen und neue Kunden zu entwickeln, wo man dementsprechend auch Lösungen und Maschinen mit aufbauen kann. Soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich sehr, sehr arg bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und wenn noch Fragen da sind, dann freue ich mich hier für die Impulse. Köszönjük szépen, Gonka úr. Úgy láttam, hogy egyenlőre nem érkezett most konkrétan az előadásához kérdés. Szeretném mondani a hallgatóságnak, hogy amennyiben szeretnék fölvenni a kapcsolatot az itt bemutatkozó, illetve prezentáló német vállalatokkal, ezt említettem az elején is, nyugodtan jelezzék nekünk, és mi megpróbáljuk összehozni önöket, megteremteni a kapcsolatot a későbbiekben, is van erre lehetőség. Köszönjük szépen, viszont érkezett egy kérdés még az előző előadáshoz, Falkenstein úrhoz. Nem tudom, hogy remélem, hogy itt van még Falkenstein úr. Itt van? Egy rövid visszajelzést szeretnék kérni. Egy eléggé érdekes és összetett... Na, szuper, gut. Tehát, hogy a kérdés az úgy hangzik, hogy hogyan látja Falkenstein úr a visegrádi országok autóiparát annak a folyamatnak a tükrében, amit felvázolt az előadásában. Gondolom itt elsősorban a jövőre, a kitekintésre vonatkozik a kérdés. Véleménye szerint részt vesz-e Csehország, Szlovákia és Magyarország az elektromobilitás és az autonóm vezetés elterjesztésében, vagy jellemzően megmaradnak ezek az országok a hagyományos üzemmódú autók gyártásánál? Mit kell tenniük ezeknek az országoknak, ha részt kívánnak venni az említett
említett fejlesztési folyamatokban kérdezi Juhász Imre úr. Köszönjük a kérdést. Ja, ich denke, wir haben in Deutschland oder auch USA ein großes Thema, dass wir einfach sehr hohe Kosten haben bei der gesamten Produktion von Automobilen. Wir haben auch eine Sättigung erreicht in Deutschland, was den Automobilmarkt angeht. Der große Markt der Zukunft liegt in Asien, hier auch insbesondere in China, in den umliegenden Ländern. Hier sind natürlich auch enorm günstige Produktionskosten zu sehen. Gleiches gilt, ich sage jetzt mal, für Länder im osteuropäischen Bereich, Tschechien, Ungarn, Polen. Hier sind die Kostensituationen doch noch sehr viel besser, als wir sie in Deutschland sehen und deswegen sicherlich auch konkurrenzfähig. Wichtig, denke ich, wird in der Zukunft sein, dass man sich auf die neuen Technologien einstellt, sprich die Weiterbildung ist hier ein zentrales Thema, um einfach Mitarbeiter langfristig auszubilden, die letztendlich im Bereich Digitalisierung, die Verknüpfung von Maschinenbau und IT letztendlich die neuen Produkte mitgestalten können, mitherstellen können. Also ich sehe eigentlich für die Produktion in osteuropäischen Ländern es eher als positiv an, aufgrund der Kostensituation. Diese muss aber letztendlich unterstützt werden und verstärkt werden durch letztendlich weitere Ausbildungen, was letztendlich aber auch für Deutschland, USA oder Asien zutrifft. Köszönjük szépen. A szünet előtti utolsó előadónk Frank Tannhäuser úr a Kontron AIS GmbH képviseletében. A Kontron AIS termékeket, megoldásokat fejleszt gyártás automatizáláshoz, gépek vezérléséhez és integráláshoz, valamint folyamat és üzemautomatizáláshoz. Tannhäuser úr, önnél van a szó. Úgy érzékelem, hogy egy kis technikai fennakadás van, én nem hallok jelenleg, nincsen nálam hang, de gondolom dolgoznak rajta a kollégák. Most. Jetzt müsste ich mich hören, glaube ich. Ja. Genau. Ja. Einen Moment noch. So, ich teile meinen Bildschirm noch. Jetzt müssten Sie auch meinen Bildschirm sehen. Wir sehen jetzt schon die erste Seite. Sie brauchen nicht teilen den Bildschirm. Okay, funktioniert. Gut, also mein Name ist Frank Tannhäuser, ich bin Vertreter hier bei der Kontron AIS in Dresden aus Deutschland in Sachsen. Freue mich, dass ich heute hier dabei sein kann und ein bisschen was über die Kontron AIS erzählen darf und was wir in Ungarn schon machen und was wir dort gerne noch vorhaben wollen. Wir sind ein Unternehmen, was jetzt schon seit 30 Jahren hier in Deutschland existiert. Wir sind mittlerweile über 160 Mitarbeiter und in über 45 Ländern unterwegs. Und wir haben auch bereits Projekte
in Ungarn realisiert und sind auch gerade dort in Projekten involviert. Wir sind von der Ausrichtung her ein Lieferant von industrieller Software, Fertigungsumfeld und haben dort verschiedene Lösungen in dem Bereich entwickelt, alles in Richtung Fertigungsautomatisierung und Digitalisierung in dem Bereich. Auf der Folie sehen Sie einfach mal, was wir für Produkte und Lösungen anbieten. Also wir können wirklich von oder in allen Ebenen der Fabrik die Digitalisierung unterstützen, angefangen von der Versorgung von Maschinen und Anlagen über die Roboter und Fabrikautomation bis hin zur Fertigungssteuerung mit MES und Leitsystemen und auch in Richtung Cloud-Anwendung haben wir dort Lösungen entwickelt, wie zum Beispiel diese Equipment Cloud, die Sie hier ganz oben als Beispiel sehen. Wir unterstützen unsere Kunden im Bereich der manuellen Fertigung, also von manuellen Arbeitsplätzen, die mit digitalen Systemen ausgerichtet werden, bis hin zu vollautomatischen Montagelinien. Haben da überall standardisierte Lösungen, um diese Digitalisierungsaufgaben in der Fertigung zu bedienen. Kontron AIS ist aufgeteilt in drei oder vier große Bereiche, die einmal die Fabrikautomation, das ist der Bereich, über den ich heute ein bisschen mehr erzählen werde. Ich denke, das ist der interessanteste Teil Richtung Digitalisierung von Seiten der Kontron. Dann haben wir die Maschinensteuerung, also der Equipment Control, die Prozessautomatisierung und die Bahntechnologie. Zusätzlich zu den vier Bereichen haben wir noch eine eigene Gruppe von 30 Mann, die sich mit der Produktentwicklung beschäftigt. Die kümmert sich quasi um die Produkte, die wir dann in unseren Projekten mit einsetzen können. Ich würde die einzelnen Bereiche kurz vorstellen und dann auch noch zwei Beispiele im Anschluss zeigen, zwei Projekte, die wir da realisiert haben in diesem Umfeld. Die Maschinensteuerung, also der Bereich der Maschinensteuerung, beschäftigt uns vor allen Dingen im Bereich der Vakuumprozesse, dort vor allen Dingen Maschinen in der Halbleiterfertigung oder auch in der Photovoltaikindustrie. Dort haben wir uns spezielles Know-how aufgebaut, was die entsprechenden Standards in dem Bereich betrifft, einmal von der Maschinensteuerung her, aber auch von den Software-Schnittstellen, die in diesen Branchen üblich sind. Neben diesen Spezialsachen im Vakuumbereich für diese Vakuummaschinen realisieren wir auch Steuerungen für andere Prozesse. So sind zum Beispiel auch Roboterzellen für die Verarbeitung von Carbonfasern ein Beispiel dafür. Also wir sind da in vielen Branchen unterwegs. Der zweite Bereich, den ich kurz nennen möchte, ist die Prozessautomatisierung. Also da geht es nicht unbedingt darum, Maschinen zu automatisieren, sondern es geht darum, Gas-, Chemieversorgung zu automatisieren, Wasser-, Abwasser, Versorgung oder auch Entsorgung zu programmieren und natürlich im Bereich Transportsysteme oder auch Prozesskontrollsysteme sind wir dort vertreten. Der Bereich, denke ich mal, wo es am interessantesten aktuell ist, auch für uns als Kontron, ist der Bereich Fabrikautomation. Dort sind wir in den Branchen aktuell Automotive, Pharma, Elektronik und Photovoltaik unterwegs und haben dort Projekte. Da geht es in die Richtung MES und Leitrechnersysteme. Also das sind fabrikweite Steuerungssysteme. Die Systeme sind vor allen Dingen dafür da, um Kundenaufträge abzuarbeiten, also die Einzelteile, die Produkte, die gefertigt werden, dass die in einer gewissen Qualität gefertigt werden und zum gewissen Zeitpunkt dann auch an den Kunden ausgeliefert werden können. Wir übernehmen den Fabrikautomatisierungsprojekten dort neben dieser Abarbeitung der Kundenaufträge auch die Produktionssteuerung. Also wir sind direkt mit den Maschinen verbunden mit unserer Software und können dort die Parameter an den Maschinen einstellen und die Prozesswerte, die Ergebnisse dieser Fertigungsschritte dann in unserem System auch speichern. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, die Auswertung der Maschinenzustände, Maschinenalarme, Stückzahlen und auch der Prozessdaten. Also all diese Daten, diese Maschinendaten können wir in unser System sammeln und dann entsprechend auswerten,
um die Produktion zu optimieren und zu steuern. Wichtiges Thema ist auch im Bereich Fabrikautomation die Integration von Anlagen und Maschinen in diese Fertigungssysteme über Schnittstellen. Da haben wir auch standardisierte Lösungen, um zum Beispiel Bestandsmaschinen oder eine Fertigung, die schon länger besteht, mit einer Digitalisierungslösung zu versorgen und dann in Richtung Industrie 4.0 besser aufgestellt zu sein. Ein Beispiel will ich dazu zeigen. Das ist ein Beispielprojekt mit unserem Produkt namens FabEagle Monitoring. Da geht es darum, die Transparenz in einer Fertigung zu verbessern. Das ist ein System, das kann man sowohl in der Fabrik installieren, aber auch als Cloud-Anwendung installieren und dann zum Beispiel weltweit verschiedene Standorte dort an dieses System anbinden, um einfach zum Beispiel die Maschinenzustände, Alarme, Stückzahlen und Prozessdaten einzusammeln, Auswertungen zu machen und daraufhin Optimierung der Fertigung durchzuführen, um zum Beispiel die Verfügbarkeit der Maschinen zu erhöhen und die Qualität der Produkte zu steigern bzw. auch zu halten. Eine Grundlage dieser ganzen Informationen, die man hier sammelt, können dann auch automatisch generierte Wartungsaufträge sein. Also es geht dann auch in Richtung Industrie 4.0, sogenanntes Predictive Maintenance, was man dann machen kann, dass man auf Grundlage aktueller Daten oder auf Grundlage von historischen Daten automatisch Wartungsaufträge generiert und dadurch auch die Verfügbarkeit der Maschinen verbessert. Weiteres Beispiel habe ich noch mitgebracht. Das geht in die Richtung Bestandsmaschinen. Also viele unserer Kunden haben Bestandsanlagen, die schon viele Jahre existieren, die von der Mechanik her auch noch gut sind, die man weiter verwenden kann, aber wo die Softwareebene dort ausgetauscht werden kann oder muss. Das ist einfach ein Retrofit-Projekt für uns. Das Beispiel, was Sie hier sehen, ist ein Retrofit einer Montagelinie für Motoren, wie Sie ja rechts auf dem Bild sehen. Das sind einfache Zweitaktmotoren tatsächlich, die in einfachen Booten oder auch in Schneemobilen verwendet werden. Dem Projekt, was ich mal als Beispiel mitgebracht habe, haben wir unser Leitrechnerprodukt angewendet. Das ist dieser FabEagle Line Controller, FabEagle LC, kurz genannt. Da ging es darum, diese Auftragsabarbeitung für 4 verschiedene Motorenvarianten zu automatisieren mit diesem Leitrechner, der Optimierung der Steuerungs- und Roboterprogrammierung zu machen, die Optimierung des Transportsystems durchzuführen, also dass wir einen höheren Durchsatz erreichen konnten. Und das Interessante an dem Projekt ist noch, es ist eine hybride Fertigung, also es gibt automatisierte Bereiche mit 2 Robotern. Gleichzeitig gibt es aber auch 10 manuelle Arbeitsplätze, die um diese Anlage verteilt sind, sodass wir hier einmal diesen automatischen Bereich abdecken können mit unserer Lösung und auch die manuellen Arbeitsplätze mit einbinden können und die Werker, die an diesen manuellen Arbeitsplätzen arbeiten, dort über ein Werkerassistenzsystem mit den entsprechenden Informationen, Arbeitsanweisungen zu versorgen und auch die angeschlossenen Geräte, wie zum Beispiel Schrauber, dort mit den entsprechenden Parametern versorgen können. Das war jetzt nochmal ein zweites Beispiel, was auch in die Richtung Industrie 4.0 oder Digitalisierung geht. Retrofit von Bestandsanlagen ist für uns ein großes Thema, aber natürlich auch Neuanlagen, wo solche Systeme von Anfang an zum Einsatz kommen. Eine Folie habe ich noch mitgebracht, dann sind wir schon fast am Ende. Das soll einfach nochmal zeigen, wie viele Projekte wir realisiert haben in unseren letzten 30 Jahren. Also ganz viele Maschinensteuerungsprojekte, ganz viele Fabrikautomatisierungsprojekte, über 100 dieser Montagelinien, über 75 große Fabriksysteme, die wir dort realisiert haben. Für uns ist interessant, in Ungarn, da haben wir schon einige Geschäftsbeziehungen. Wir arbeiten dort mit an 3 Standorten zusammen im Bereich Automotive Zulieferer, aber auch im Bereich Photovoltaikindustrie, also eine Photovoltaikfabrik, dass wir in Ungarn gerne jemanden finden würden, der dort für uns auch als
Vertriebspartner auftreten kann. Und auch natürlich sind wir gerne bereit, dort wieder mit Interessenten für unsere Lösung zusammenzuarbeiten, um dort die Digitalisierung in dem Bereich voranzubringen. Das war es schon von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich auf Ihre Fragen freuen. Köszönjük szépen, Tannhäuser úr. Itt egy ideje már látom, hogy egy résztvevő, Fabian Zoltán úr jelentkezik szólásra. Nem tudom, hogy véletlenül tette föl a kezét, vagy szeretne hozzászólni. Most be tudja kapcsolni a mikrofonját, úgyhogy kérnék szépen egy visszajelzést, hogy véletlen, vagy ha nem, akkor pedig megkérném, hogy tegye föl a kérdését. Úgy látom, nem reagál, úgyhogy akkor feltételezem, hogy csak a technika ördöge véletlenül van a levegőben a keze. Jó, köszönjük szépen, akkor úgy tűnik nem érkezett kérdés. Köszönöm az összes eddigi előadónak az előadás prezentációkat. Most a program szerint tartunk egy rövid 15 perces szünetet. Javaslom, hogy ne lépjenek ki a programból, hanem hozzanak egy kávét, frissítőt, és a szünetben levetítünk néhány imagefilmet, ha van kedvük, tartsanak velünk, és én pedig várom önöket vissza 12 óra 2 perckor, tehát 15 perc múlva. Contronic ist ein Schweißanlagenbauer und bietet kundenspezifische Lösungen. Contronic ist ein junges, dynamisches Unternehmen. Vertrauen Sie Contronic, weil wir Lösungen unterschiedlicher Schweißtechnologien bieten können. Mit dem CD-Schweißen können Sie in Millisekunden unterschiedliche Materialien verzugsfrei verschweißen. Unser CD-Schweißen ist das wirtschaftlichste Verfahren für Sie. Transparency is important to us. Openness and opportunity for communication with our customers. The foundation of our daily cooperation are our corporate values. Accountability, dynamics and fairness. We have stood for manufacturing competence in Germany since 1919. Always under the guiding principle, trust in KIP. Thank you.
Contronic ist ein Schweißanlagenbauer und bietet kundenspezifische Lösungen. Contronic ist ein junges, dynamisches Unternehmen. Vertrauen Sie Contronic, weil wir Lösungen unterschiedlicher Schweißtechnologien bieten können. Mit dem CD-Schweißen können Sie in Millisekunden unterschiedliche Materialien verzugsfrei verschweißen. Unser CD-Schweißen ist das wirtschaftlichste Verfahren für Sie. Transparency is important to us. Openness and opportunity for communication with our customers. The foundation of our daily cooperation are our corporate values. Accountability, dynamics and fairness. We have stood for manufacturing competence in Germany since 1919. Always under the guiding principle, trust in KIP. Contronic ist ein Schweißanlagenbauer und bietet kundenspezifische Lösungen. Contronic ist ein junges, dynamisches Unternehmen. Vertrauen Sie Contronic, weil wir Lösungen unterschiedlicher Schweißtechnologien bieten können. Mit dem CD-Schweißen können Sie in Millisekunden unterschiedliche Materialien verzugsfrei verschweißen. Unser CD-Schweißen ist das wirtschaftlichste Verfahren für Sie.
Transparency is important to us. Openness and opportunity for communication with our customers. The foundation of our daily cooperation are our corporate values: accountability, dynamics, and fairness. We have stood for manufacturing competence in Germany since 1919, always under the guiding principle, trust in KIP. Contronic ist ein Schweißanlagenbauer und bietet kundenspezifische Lösungen. Contronic ist ein junges, dynamisches Unternehmen. Vertrauen Sie Contronic, weil wir Lösungen unterschiedlicher Schweißtechnologien bieten können. Mit dem CD-Schweißen können Sie in Millisekunden unterschiedliche Materialien verzugsfrei verschweißen. Unser CD-Schweißen ist das wirtschaftlichste Verfahren für Sie. Nos, remélem, hogy sikerült egy kicsit felfrissíteni magukat itt az elmúlt néhány percben, és akkor folytatnánk is a programunkat. Örömmel látom, hogy nagyon sokan itt maradtak velünk. A következő előadónk az MR-Plan GmbH képviseletében Bent Kidler úr. Az MR-Plan széleskörű tevékenységet folytat, sok ágazatban tevékenykedik, stratégiai és technikai tanácsadással, folyamatoptimalizálással, építészeti kivitelezéssel foglalkozik, projektmenedzsmentet folytat számos iparágban. Már Magyarországon is rendelkezik leányvállalattal, ha jól tudom, Kecskeméten, és hát nem véletlen, hogy az ügyfelei elsősorban az autóiparból kerülnek ki. Bővebbet mindjárt hallunk Kidler úrtól. Ja, vielen Dank. Begrüße Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Bent Kidler. Ich leite innerhalb der MR-Plan Group
den Geschäftsbereich strategische Beratung und Digitalisierung und bin darüber hinaus Mitglied der Bundesfachkommission für künstliche Intelligenz und Wertschöpfung 4.0. Wir haben jetzt 2 Stunden lang so ganz viele tolle Themen gehört und wenn Sie wie ich sozusagen die Pause genutzt haben, um das nochmal Revue passieren zu lassen, dann muss ich sagen, wir sind doch eigentlich alle begeistert, was wir heute für tolle Möglichkeiten haben. Das ist wirklich faszinierend. Und dann kommt eigentlich die entscheidende Frage und sagen, wenn wir diese Möglichkeiten haben, wann, warum und wie setzen wir das um? Und darauf würde ich mich gerne in den nächsten 10 Minuten mit Ihnen hier über diese Konferenz unterhalten und Ihnen wichtige Gedanken, glaube ich, in diesem Bereich mitgeben zu können. So, ja, Sie haben es schon gehört. Jetzt bin ich mal wieder zu schnell. Sie haben es schon gehört, wir haben in Ungarn eine Tochtergesellschaft, die MR-Plan Ungarn. Und alles, was ich jetzt hier für die MR-Plan Group sage, das gilt natürlich insbesondere dann eben auch für unsere Tochtergesellschaft, einfach deswegen, weil wir sehr global aufgestellt sind. Unser Fokus, vielleicht fangen wir damit an, unser Fokus ist, dass wir uns auf die Konzeption und auf die Planung von industriellen Prozessen konzentrieren und zwar mit dem Schwerpunkt letztlich eine Verbesserung der Effizienz herzustellen. Das heißt, die traditionellen KPIs innerhalb dieser industriellen Prozesse sind Durchlaufzeit, Durchsatz, Qualität, zukünftig vielleicht auch Maße für Nachhaltigkeit. Das ist im Prinzip unser Leistungsumfang. Und wir machen das als Service Provider, in dem Sinne Full Service Provider, das heißt eigentlich von der ersten Idee innerhalb unserer Kunden oder bei unseren Kunden bis letztlich zur kompletten Umsetzung. Das ist ganz wichtig, weil wir eben als Ingenieur und als Beratungshaus gerne auch das in die Realisierung umsetzen, was wir vorne sozusagen gemeinsam mit unseren Kunden konzipieren. Das tun wir natürlich für die Produktion und die entsprechenden Intralogistik und Interlogistik. Wir machen das für die Konstruktion. Wir machen das auch letztlich für die Produktfeatures, weil die Produktfeatures natürlich auch einen direkten Einfluss auf die Art und Form der Produktion haben. Wir haben ein Netzwerk von 250 Engineering Specialists, also Experten, die diese verschiedenen Kundenprojekte betreuen in den Branchen natürlich Automotive, wie Sie es bereits angedeutet haben, aber darüber hinaus auch natürlich im Bereich Luftfahrt, im Bereich der Industrie, im Bereich des Mittelstandes, im Bereich Verkehrswesen, Bahn zum Beispiel, aber eben auch öffentlicher Sektor bis hin zum Thema Umweltbundesamt, ein Thema, auf das ich ganz zum Schluss vielleicht noch kurz eingehen kann. Wichtig ist, dass wir hier uns als Sparringspartner unserer Kunden verstehen, deswegen dieser Punkt innovatives und agiles Vorgehen und dass wir die Erkenntnisse und die Erfahrungen, die wir gemeinsam mit unseren Kunden eben erarbeiten, auch über verschiedene Industrien und aus unterschiedlichen Branchen in unsere neuen Projekte wieder einfließen lassen und damit einen wirklich extremen und guten Know-how-Transfer sicherstellen können, sodass wir wirklich State-of-the-Art Beratungsleistungen und Prozesse hier realisieren können. Da wir über den Bereich Automobilindustrie sprechen, vielleicht noch kurz der Hinweis, dass wir eben eine auch sehr flexible Beauftragungsform realisieren. Es wird Sie nicht überraschen, dass wir Werkverträge machen, dass wir auch Dienstleistungsverträge machen, aber vielleicht ist es eben auch wichtig, dass wir Arbeitnehmerüberlassung zertifiziert sind und das auch realisieren können. Wenn Sie rechts auf die Karte gucken, dann sehen Sie einen Überblick an den Standorten, in denen wir präsent sind. Und ganz wichtig jetzt für unsere Diskussion heute ist der Standort Kecskemét natürlich. Wir haben dort entsprechende Referenzprojekte im Bereich Automobilindustrie zusammengestellt. Die würde ich aber dann gerne unsere Geschäftsführerin, Frau Annette Kisch, überlassen, die Sie dann gerne in den entsprechenden Cooperation Talks direkt adressieren können, um da in die Details dann einsteigen zu können. Wir haben in der Überschrift zu diesem Kapitel stehen, Lösungen aus Deutschland. Ja, das ist einerseits richtig, aber andererseits könnten wir es auch überschreiben mit Lösungen aus Ungarn oder Lösungen aus der Welt. Das ist im Prinzip unser Fokus, den wir hier einbringen. Im Bereich der Automobilindustrie
sehen Sie, dass wir hier einen sehr holistischen Projektansatz haben, tatsächlich von den ersten Überlegungen, von der Strategieplanung, dann die Spezifikationen der Grundlagen, dann eine Konzeptplanung, eine Variantendurchplanung und dann letztlich die Implementierung und eben auch das Anlaufmanagement. Also wir sind mit unseren Projekten eigentlich dann zufrieden, wenn wir in einem Start-up, ich habe mich versprochen, wenn wir in einem Start-of-Production-Punkt die Dinge realisieren, mit unseren Kunden gemeinsam realisieren, die wir zu Beginn so eines Projektes dann entsprechend auch konzipiert haben. Für die Automobilindustrie sind wir natürlich in dem Bereich der Produktion tätig, im Bereich von Karosseriebau, Montage, Lackiererei, aber auch in den Aggregaten und in den Komponentenwerken. Und es geht darüber hinaus auch in den Bereich der Automobilentwicklung, der Fahrzeugentwicklung, also in die R&D Design Center, in den Bereich Leichtbau natürlich als ganz spezielles Thema und ganz wichtig auch und zentral der Punkt Prüfstände, der jetzt eben auch gerade und nicht zuletzt durch den Wandel in der Automobilindustrie von Verbrennungsmotoren hin zu elektrischen Antrieben wieder eine ganz neue Facette bekommt. Lassen Sie uns als Ausgangspunkt jetzt für das Thema Industrie 4.0 Lösungen eine andere Statistik mal hereinziehen. Wir haben heute schon im Laufe des Tages gehört, welche Verbreitung Industrie 4.0 mittlerweile hat. Und man sieht eben auch, wie bedeutend und wichtig die Industrie 4.0 Themen in der Industrie, speziell in Deutschland, aber auch darüber hinaus gewichtet werden. Aber man fragt sich auf der anderen Seite auch, und deswegen habe ich Ihnen diese Statistik von der McKinsey & Company Group mal hier mitgebracht, warum werden die entsprechenden Industrie 4.0 Projekte, digitale Transformation, vielleicht noch nicht in der Bandbreite umgesetzt, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Und da sehen wir hier zwei wichtige Dinge, die man, glaube ich, besonders in den Vordergrund rücken sollte. Und zwar das eine ist, der zweite Punkt hier, die Klarheit über die Transformationsstrategie. Das heißt, man hat eine Vorstellung, wo man eigentlich hin möchte und guckt dann, wie setze ich das eigentlich um? Und dann stellt sich das große Fragezeichen dar. Und der zweite Punkt, der hier mit über 24% ganz hoch gewichtet worden ist, ist letztlich das Commitment auch der Geschäftsführung, des Managements zu sagen, jawohl, wir machen jetzt diese Projekte. Und wenn man das verkürzt jetzt in diesem 10-Minuten-Vortrag hier mal herausgreift, dann heißt das eigentlich, wir müssen gucken, nicht nur uns darauf zu konzentrieren, was könnte man eigentlich machen, sondern was kann man tatsächlich real machen, was ist tatsächlich wichtig. Das heißt, wir müssen von dem Was auf das Wie kommen und müssen dann eben auch für die Projekte, die wir hier gemeinsam uns vorstellen und für die Transformation, die wir gemeinsam anstreben, uns überlegen, wann macht es Sinn, wie macht es Sinn und vor allen Dingen auch letztlich, wie wertschöpfend sind diese Dinge. Und deswegen stellen wir gerne im Bereich Industrie 4.0 das Thema Wertschöpfung in den Vordergrund. Wertschöpfung letztlich als Ergebnis von den Industrie 4.0 Technologien und Möglichkeiten und natürlich der Digitalisierung, um damit mit diesen technischen Möglichkeiten Wertschöpfung 4.0 zu realisieren, das heißt also die Wertschöpfung auf ein neues Level zu ziehen. Und diese Wertschöpfung wird realisiert letztlich durch Prozesse. Das ist nach wie vor so, da ändert auch die Industrie 4.0 nichts. Wir müssen uns auf die Prozesse konzentrieren. Eine neue Dimension kommt allerdings hinzu, und zwar ist das die verstärkte Kollaboration, das heißt das Zusammenarbeiten von Unternehmen in entsprechenden Netzwerken. Und dafür brauchen wir letztlich ein ganzheitliches Prozessmodell. Und wenn wir da so eine Zielvision brauchen, dann ist es das, was wir heute in den Vorträgen schon zu Beginn auch gehört haben, eigentlich der Blueprint einer Smart Factory, einer intelligenten Fabrik, in dem die Zusammenhänge der einzelnen Komponenten von Auftragseingang bis letztlich Ablieferung beim Kunden schon sehr gut und sehr allgemein dargestellt werden. Damit wir das realisieren können, brauchen wir aber natürlich auch eine Kommunikation. Das heißt, eine Kommunikation zwischen den Prozessen und den Prozessschritten, in-house, intra-Communication, aber auch zwischen den beteiligten Partnern, seien es Lieferanten, sei es auf der anderen Seite Kunden. Und diese Art von Kommunikation erfordert Standards. Weil wenn wir jede Kommunikation neu aufsetzen,
Wir hatten das ja in ganz früheren Zeiten mal mit den EDI-Konstrukten. Dann würden wir hier ein Potenzial nicht ausnutzen, was wir heute mit unseren technischen Möglichkeiten realisieren können. Das heißt, wir brauchen also Standards für die Kommunikation, und zwar natürlich einerseits auf der technischen Ebene, das heißt die Kommunikation zwischen den Maschinen mit der IT, Cyber Physical Systems als Punkt hier genannt. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich nicht nur diese technische Interaktion, sondern wir brauchen natürlich auch ein Verständnis darüber, was wir eigentlich an Informationen transformieren. Das heißt, wir müssen ein Verständnis über den Kontext haben. Und damit wir solche Projekte jetzt in diesem Bereich angehen können, sind wir mittlerweile, nicht wir als Unternehmen, sondern wir generell, wir alle zusammen in der Lage, dass wir hier auf erfolgreiche Standards zurückgreifen können und diese Standards umsetzen können. Es gibt die Referenzarchitektur für Industrie 4.0 Anwendungen. Das ist hier unter dem RAMI 4.0 genannt. Es gibt in Deutschland entsprechende DIN-Normen mittlerweile, die die digitale Transformation beschreiben. Es gibt vom VDI entsprechende Prozesse, die hier dargestellt werden können, wie man diese Transformation angeht. Und natürlich aus unserem Hause werden diese Dinge entsprechend zusammengetragen, um das in einen konsistenten Gesamtansatz zu bringen. Also diese konsistente Methode für die entsprechende digitale Transformation. Diese Standards, auf der einen Seite ganz wichtig, wir müssen uns immer noch mal vergegenwärtigen, warum brauchen wir eigentlich diese Standards? Ich habe es eben schon ein bisschen angesprochen, damit wir auf der einen Seite die Interoperabilität, ein ganz, ganz wesentliches Erfolgskriterium und ein ganz wichtiges Ergebnis von Industrie 4.0 sicherstellen können. Das heißt, unterschiedlichste Komponenten, unterschiedlichste Objekte können sich entsprechend nicht nur technisch unterhalten, im Sinne von, da gibt es eine technische Verbindung, sondern auch auf einer Kontextbasis. Und das Ganze natürlich außerhalb des Unternehmens gedacht in die nächste Ebene, eben die Kollaboration, das heißt das Zusammenarbeiten mit Businesspartnern in der gesamten Wertekette. Aber Standards haben noch einen anderen entscheidenden Punkt, den man immer gerne vergisst und den ich hier besonders akzentuieren möchte, gerade auch in Bezug auf meine eingangs gestellte Frage. Das ist der Punkt der Sicherheit. Wenn ich heute auf Standards in der Kommunikation zurückgreifen kann, dann weiß ich auch, dass meine Geschäftspartner, die diesen Standard auch unterstützen und auch nutzen, ich in einem entsprechenden Kollaborationsnetzwerk optimal agieren kann. Und nicht jedes Mal, darf das so lax sagen, jedes Mal dort wieder das Rad neu erfunden werden muss und aufwendige Dinge für eine Kollaboration, für eine Kommunikation hergestellt werden müssen. Also insofern ist der Punkt der Standards hier also eine ganz, ganz entscheidende Funktion. Und das haben wir gesehen auch in einem der Vorträge vor mir, dass es letztlich darum geht, die Automatisierung von Informationen voranzutreiben. Das heißt, über das MES-System, wo wir in eine horizontale und vertikale Integration gehen. Und wir müssen dann auch, bevor wir so ein Projekt angehen, sehr stark darauf uns konzentrieren, über welches Industrie 4.0-System wir eigentlich diskutieren, bevor wir über eine Einführung nachdenken. Reden wir also jetzt im Extremfall im Minimum über ein Fertigungscenter oder denken wir nach über das gesamte Ökosystem, was wir dann in eine Industrie 4.0-Architektur übertragen wollen. Die Industrie 4.0-Prozessansätze habe ich Ihnen dargestellt. Ganz wichtig ist natürlich jetzt die Frage, wie realisieren wir das? Und wir realisieren das darüber, indem wir sozusagen methodisch fast back to the roots darauf uns konzentrieren und sagen, wo passiert eigentlich die Wertschöpfung? Und wenn wir über die Wertschöpfung reden, dann ist das Instrument dafür die Wertstromanalyse, das Wertstromdesign. Das heißt, wir analysieren die Wertströme, wir machen den Materialfluss und Informationsfluss in einer Kombination handhabbar mit der entsprechenden Logistik, mit den Intralogistikkomponenten, um dann darüber zu bestimmen, über welche Varianten wir diese Lösung umsetzen und mit welchen Komponenten. Sie sehen hier neben der Referenzarchitektur in diesem Würfel auf der rechten Seite noch einen weiteren wichtigen Punkt. Das ist die Repräsentation von E-Class. E-Class ist ein Serviceportal, wo inhaltliche Felddefinitionen definiert sind, sodass man auch auf einem Inhalt klare Standards definieren kann.
Ihre Zeit ist unheimlich. Dankeschön. Ich mache es ganz kurz. Wir brauchen dafür digitale Zwillinge, die als Verwaltungsschale charakterisiert werden und die in diesen entsprechenden Standards auch vorhanden sind. Diese digitalen Zwillinge setzen uns auch in die Situation, dass wir eben die Industrie 4.0-Lösungen auch als Treiber für Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität und so weiter nutzen können, indem in diesen Verwaltungsschalen nicht nur technische Merkmale hinterlegt sind, sondern entsprechend auch Werte wie zum Beispiel der CO2-Verbrauch. Zusammenfassend kann man also sagen, Wertschöpfung ist der entscheidende Punkt. Wir brauchen verbesserte Prozesse, weil nur die Übertragung von bestehenden Prozessen an der Stelle nicht zu einer Innovation führt. Wir müssen die Standards nutzen und Interoperabilität und Kollaboration sind dann die entscheidenden Erfolgskriterien für Industrie 4.0-Anwendungen. Vielen Dank. Köszönjük szépen az értékes gondolatokat, Kédler úr. Jól látom, kérdés nem érkezett, viszont a még a konferenciára való bejelentkezéskor megvolt a lehetőség, hogy a résztvevők feltegyék a kérdéseiket, ugye amikor még nem is ismerték gyakorlatilag a konkrét előadásokat, és érkezett egy kérdés, ami az ipar 4.0 megoldások egyedi gyártási környezetben tematikájára vonatkozik. Én remélem, hogy a következő előadás talán erre is ki fog térni, hiszen a következő előadónk Stefan Jón úr a Rulamat KG-t képviseli, és a Rulamat egyedi gépek, illetve gyártósorok tervezésével, kételezésével foglalkozik, forgalmazó partnert keresnek Magyarországon a berendezéseik értékesítéséhez. Jón úr, mennyi a szó? Ja, vielen Dank. Auch erstmal danke an Frau Sabo für die Organisation, auch wenn das heute etwas holprig war am Anfang. Generell auch, ja, schön, dass ich jetzt hier Redezeit habe. Ich werde die nächsten 10 Minuten nutzen, um die Firma Rulamat vorzustellen und um einige Ansätze in Richtung Digitalisierung auch zu benennen, die wir als Maschinenbauer verfolgen. Und ja, würde ich gerne auf die nächste Folie switchen. So, genau. Los geht's mit unseren Geschäftsführern. Moment, so. Sie sehen auf der linken Seite den Herrn Karl Mack, ist der Senior-Gründer der Firma Rulamat. Er hat die Firma 1991 gegründet und sein Sohn Thomas Mack hat die Geschäfte 2006 vollständig übernommen. Die Struktur der Firma Rulamat beginnt eigentlich mit der Mack Holding. Unter dem Dach der Mack Holding befinden sich sowohl echte 100%ige Töchter als auch weitere Unternehmen, die wir in den letzten Jahren mit integriert haben. Zum einen ist die Firma Elektromack eigentlich die Urfirma, die Herr Karl Mack gegründet hat in den Mitte der 80er Jahre, die sich mit dem Thema Schaltschrankbau beschäftigt und die auch für uns Zulieferer von Schaltschrankkomponenten und kompletten Schaltschränken ist. Und die Firma SMR, die relativ unweit von unserem Standort sitzt und uns mit Halbautomaten und auch Wendelförderer, Linearfördertechnik etc. beliefert und unterstützt. Und die Firma Rulamat mit dem deutschen Standort in Marxuhl, das ist in Südwest-Thüringen, mit aktuell ca. 315 Mitarbeitern und den entsprechenden Töchtern der 100%igen Tochter Rulamat China mit derzeit über 700 Mitarbeitern, Rulamat Malaysia mit einer Service-Niederlassung und Rulamat Indien mit ebenfalls einer Fertigung von ca. 80 bis 100 Mitarbeitern. Hier noch ganz kurz der historische Ablauf. Die Gründung von Rulamat in Deutschland war 1991. Wir haben mit 75 Mitarbeitern gestartet.
1998 wurde die chinesische Tochter gegründet, Malaysia 2011, Indien wurde 2013 gegründet, 2016 das Jubiläum, 25 Jahre, und auch die Tochter in China hatte dann 2 Jahre später das Vergnügen, 20 Jahre zu feiern. Genau, hier nochmal der Überblick, wo wir uns gerade befinden. Also unsere Strategie ist, unsere globale Präsenz auszubauen. Wir haben derzeit keinen, Vertreter in Ungarn. Was wir uns aber schon vorstellen können, wäre für die Zukunft dort serviceseitig als auch vertriebsseitig dort Support zu generieren. Das wäre schon ein denkbares Szenario. Aktuell haben wir ganz neu einen Vertreter in Mexiko installiert, der sowohl Service als auch Vertrieb aktuell leistet. Unser Ziel ist es, dort auch für den gesamtamerikanischen Markt eine Vertretung zu generieren. Durchaus auch mit verstärkter Manpower, durchaus vielleicht möglicherweise auch eine Produktion. Da laufen diverse Überlegungen derzeit. Ganz kurz zu unserem Standort in Deutschland. Wir verfügen über eine Produktionsfläche von 10.000 Quadratmetern, haben eine Administration, Bürobereich, bestehend aus Vertrieb, Buchhaltung etc., Projektleitung, Konstruktion. Wir haben sehr viele Konstrukteure auch bei uns im Haus mit einer hohen Eigenentwicklungsrate. Und zusätzlich viel Produktionsbereiche, wo wir unsere unterschiedlichen Geschäftsbereiche dann auch abbilden können. Das werden Sie gleich sehen in den nächsten Folien, in welchen Bereichen wir so aktiv sind. Dann haben wir den Standort in China, der gerade massiv erweitert wird. Wir bauen dort gerade aktuell ein neues Werk auf. Derzeit der alte Standort, der bestehende Standort, umfasst 18.000 Quadratmeter Produktionsfläche. Der neue Standort wird 30.000 Quadratmeter Produktionsfläche beinhalten, weil wir einfach merken, dass der chinesische und auch asiatische Markt sehr stark am Wachsen ist. Wir haben dort, in China sind wir unter den ersten 3 Maschinenbauern zu finden, im Sondermaschinenbau, Montagetechnikbereich. Der Erfolg gibt uns recht und bewegt uns auch dazu, den Standort weiter zu stärken. Hier nochmal ein kurzer Überblick über Indien, aber denke ich mal, da springen wir etwas drüber. Wir haben einen ganz klaren Trend, was die Umsatzentwicklung und auch die Entwicklung der Mitarbeiter angeht in den letzten Jahren. Das sind die Zahlen bis 2020. Sagen wir mal 2019, 2020. Dieses Jahr werden wir eine Stagnation sehen, was den Umsatz angeht, global, als auch die Mitarbeiterentwicklung. Ganz klar, die Krisen sind bekannt, muss ich nicht weiter darauf eingehen, aber wir gehen davon aus, dass wir dann auch ab nächsten Jahr dann wieder bessere Zahlen generieren können. Unsere Kernbereiche, die Folie springt immer mal etwas zu schnell hier, das tut mir leid, bitte das zu entschuldigen. Kernbereiche ist die Automatisierungstechnik, speziell im Bereich Montagetechnik. Das ist unser größter Umsatzbereich, den wir innehaben. Unser Kernkundenbereich ist dort der Automotive-Sektor. Allerdings versperren wir uns nicht auch gegenüber anderen Bereichen. Wir bauen Sondermaschinen. Wir sind auch stark im Standardmaschinenbereich unterwegs. Das sieht man hier im OEM-Bereich oder auch im Cutten- und Passbereich. Dort realisieren wir Verpackungsanlagen, aber auch ID-Karten, Reisepass-Produktionsanlagen. Also von der Fertigung bis hin zur Personalisierung und der Dokumente haben wir dort automatisierte Systeme. Digitalisierung ist ein ganz wichtiger Bereich, wo ich auch gleich nochmal näher drauf eingehen werde, und diverse Standardprodukte. Ganz kurz zu den Anteilen. Also Montagebereich macht den größten Umsatzbereich aus aktuell. Und das ist auch der Trend für die Zukunft. Und dann hier die weiteren Bereiche sehen Sie in der Übersicht. Ich gehe mal etwas detaillierter auf den
auf den Montagebereich ein. Also wir verstehen uns als die Automatisierer im Markt. Wir versperren uns gegen keinerlei Applikationen. Immer wenn irgendwo diverse Komponenten und Flügepartner miteinander verbunden werden müssen über einen Montageprozess, unter Zuhilfenahme von Klebeprozessen, Fügeprozessen etc., sind wir absolut im Expertenbereich unterwegs. Wir haben zusätzliche Systeme für Ultraschall-Drahtlegesysteme. Zum Beispiel, wenn man Scheinwerfer im Automobilbereich sieht, die mit LED-Technik gerade betrieben werden, die haben natürlich das Problem im Winter. Da gibt es dort schon Probleme, dass die Scheinwerfer einfrieren, dass dort im Endeffekt die Notwendigkeit besteht, einen Heizdraht zu integrieren in die Oberfläche des Scheinwerfers. Sowas können wir realisieren. Dort haben wir Ultraschall-Drahtlegesysteme, die dann auf einer 3D-Ebene dann wirklich den Heizdraht auch platzieren können. Wir setzen ein Steuerungssysteme, auch von unterschiedlichen Herstellern, nicht nur Siemens, sondern auch Omron und weiteren. Wir integrieren Robotik, wir integrieren Kamerasysteme für Inspektionen, für Prüfaufgaben, für Prozesskontrollen. Wir setzen diverse Schweißapplikationen ein, dort auch wirklich ein sehr, sehr breiter Blumenstrauß, den wir dort bedienen können. Sagen wir mal vom Heißgas-Ziehschweißen über Rührreibschweißprozesse, über Laserschweißthemen, wo wir wirklich die meisten Anteile haben. Bauteilzuführung, bis hin zu elektrischen Tests wie auch Dichtheitsprüf-Applikationen können wir abbilden in unseren automatisierten Systemen. Und wir sind stolz darauf, wirklich auch die komplette Prozesskette abzubilden, von der Projektplanung, wenn der Auftrag ins Haus kommt, über die Entwicklung, sowohl softwareseitig als auch mechanisch. Dort haben wir die Expertise im Haus, wir haben die eigene Fertigung, wir haben den sehr stark und feingliedrigen nachgelagerten Service für die Installation der Anlage, aber auch für den After-Sales-Support. Nochmal Kernbereich ist der Automotive-Sektor, der Medizintechnikbereich, aber auch durchaus die Bereiche weiße Ware wie auch andere Industriebereiche. Zum Automotive-Sektor nochmal ein paar Details. Also wir haben Applikationen realisiert im Bereich Motorenmontage, Lenkungsapplikationen, Scheinwerfertechnik etc. Dort gab es Sensorik, die dort irgendwo verbaut werden muss. Also eine komplette Montage zum Beispiel von einem Niederdrucksensor etc. Haben wir abgebildet, aber wir beschäftigen uns intensiv auch gerade mit den Themen Brennstoffzelle, neue Antriebe. Dort sind sehr, sehr viele Aufgaben in Zukunft zu sehen, die eine umfangreiche Montage benötigen, eine hochautomatisierte Montage auch. Und dort entwerfen wir gerade Konzepte. Auch der Medizintechnikbereich rückt für uns immer mehr in den Fokus. Das haben wir bereits viele Anlagen und Systeme umgesetzt und dringen dort immer weiter noch rein. Also wir haben hier mal ein Beispiel für einen zum Beispiel Zahnarztbohrer, einmal für eine Lackieranlage, die dann im Endeffekt die unterschiedlichen Farbkodierungen dann auf die Bohrer aufbringt. Infusionsanlagen, also für Infusionsschläuche, zum einen zum Installieren der Ventile, aber auch wirklich zum Winding, Unwinding der kompletten Infusionsschläuche. Wir arbeiten mit Partnern zusammen. Wir haben hier zum Beispiel einen Partner für Mikromontageanwendungen, wenn es wirklich dann auch Anfragen aus dem Halbleiterbereich geht und dort komplexe Sensorik verbaut werden muss mit einer sehr hochgenauen Montageapplikation, wenn wir über 5 μ bei 3 Sigma reden, was die Positioniergenauigkeit angeht. Die Zeit ist um, Herr Johann. Genau, ich bin gleich fertig, genau. Aber auch das Thema Reinraum ist ein wichtiges Thema, mit dem wir immer mehr konfrontiert werden. Medizinbereich, ganz kurzes Beispiel dazu. Wir produzieren seit dem Frühjahr auch Atemschutzmaskenanlagen, wo dann wirklich FFP2-Masken drauf produziert werden können, gerade aufgrund der aktuellen Corona-Krise. Und dort wird auch immer mehr das Thema Reinraumfähigkeit ein Thema.
Noch ein Wort zur Digitalisierung. Wir werden damit natürlich konfrontiert, immer mehr. Zum einen fragen wir uns natürlich, was kundenseitig der Bedarf in Richtung Digitalisierung ist. Was muss der Kunde irgendwo aus der Maschine herausholen an Informationen über sein Produkt, was dort über die Anlage läuft und produziert wird? Welche Parameter interessieren den Kunden, die er gerne dort ausgewertet haben möchte? Und wir stellen uns natürlich auch die Frage, inwieweit muss eine Maschinenfertigung auch digitalisiert sein? Gerade das Thema Simulation von Taktzeiten, also sprich, wir simulieren Fügeprozesse, prüfen ab, in welchen Taktzeiten wir dort agieren können. Wir haben genauso auch das Thema Komplett-Simulation digitaler Zwilling, dass wir dort eine Maschine konstruieren und über diese Funktion digitaler Zwilling halt auch dann schon, bevor wir die Anlage produzieren, erkennen, wo gibt es jetzt Störkonturen, wo müssen wir, Bauteile verändern, Geometrien verändern, um dort im Endeffekt effektiver montieren und applizieren zu können. Und genau. Ja, kurz, 10 Minuten sind sehr kurz, aber ich hoffe, der Vortrag war einigermaßen interessant und würde mich über Fragen an dieser Stelle freuen. Vielen Dank. Köszönjük szépen, Jón úr. Hát igen, bizony az a 10 perc nem sok, tehát sajnos ilyen időkerettel kell dolgoznunk. Köszönöm szépen. Nagyon visszafogott a hallgatóság. Illetve hát én azt gondolom, hogy annyira komplexek az előadások, és annyira kiterjednek minden részletre, hogy így végül is nem is marad már mit kérdezni, úgymond. A mai, köszönöm szépen, és akkor a mai konferencia utolsó előadója, illetve témája pedig az lesz, hogy a vágási és alakítási folyamatoknál alkalmazott folyamatmodell fejlesztés hogyan néz ki, illetve hogyan lehet ezt összekapcsolni, pontosabban támogatni a legújabb minőségirányítási rendszerekkel. Az előadást pedig Matthias Dellner úr és Alexander Pirer urak fogják tartani, a Fraunhofer Szerszámgépek és Formatechnikai Intézet az IVU képviseletében. Ja, wunderschönen guten Tag in die Runde aus Sachsen sozusagen. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Erstmal vielen Dank zur Möglichkeit der Präsentation vom Fraunhofer Institut und hier dem speziellen Department for Sheet Metal Forming, also für Blechbearbeitung und Grundlagen bzw. Simulation. Ich würde den Vortrag sozusagen dahingehend mal gliedern wollen, dass ich ganz kurz was zu Fraunhofer sage und dem Fraunhofer Standort Chemnitz. Würde dann noch ein weitergeben an einen Kollegen, der Gruppenleiter für Simulation und Materialcharakterisierung ist, was ja ein wesentlicher Bestandteil von heutigen Industrie 4.0-Prozessen ist. Würde dann noch ein paar Spezialgebiete von unserer Hauptabteilung mal ganz kurz andeuten, so als Werbeveranstaltung, und würde dann in den zweiten 10 Minuten und dann nochmal den dritten 10 Minuten ein paar direkte Beispiele aus Umform- und Schneidprozessen bzw. aus Qualitätsmanagementsystemen, die bei uns im Haus gerade in der Forschung sind, ein paar Ausführungen machen. Aber beginnen wir mal mit dem ganz schnellen Teil, und zwar Vorstellung IBU. Wer Fraunhofer nicht kennt, es sind ungefähr deutschlandweit 24.000 Mitarbeiter. Der Umsatz steht auch da. Die Karte in Deutschland zeigt an 66 Institute, und da hat jedes Institut nachher nochmal ein paar Ableger. Und das nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch weltweit. Wobei die Märkte sich für Forschung für Fraunhofer da doch sehr stark unterscheiden, wie schwierig man dort auf den Forschungsmarkt kommt. Wir selber in Chemnitz sozusagen, wir haben den Hauptstandort Chemnitz gegründet, 91 mit ca. 70 Leuten. Heute sind wir 600, sind ein produktionstechnisches Institut mit Außenstellen in Zittau und Dresden sozusagen. Zittau deswegen, weil man dort das Dreiländereck bedient in Richtung Kunststoffe und Composites. Und dann haben wir noch eine Ausgründung, ich sag mal, im reichen Bayern, wo wir sagen, direkt am Standort von der Zentrale, wo auch unser Chef sitzt, der Professor Neugebauer. War mal unser Chef am Institut.
So sieht unser aktueller Standort hier in Chemnitz aus. Das heißt, wir haben eine Hälfte mit ca. 300 Leuten in Chemnitz platziert und die andere Hälfte ist am Standort in Dresden. Die unterscheiden sich so ein bisschen in den Forschungsrichtungen. Die Basis vom Institut ist die reine Umformtechnik und Fügeverfahren. Und jetzt unterdessen über die Jahre ist da immer mehr hinzugekommen. Man sieht auch ganz links noch ein Gebäude von der TU Chemnitz. Das heißt, wir haben ein Verwaltungsgebäude und dann verschiedene sozusagen Forschungsworkshops oder Shops. Das eine ist für reine für Umformtechnik, die sich unterteilt in die Blechumformung und in die Massivumformung. Daneben haben wir noch ein Zentrum für mechanische Bearbeitungstechnologien und dann haben wir noch ein weiteres, das nennt sich E3 Research Factory. Das heißt, also Symbolik ist energieautarke Produktion. Das heißt, das Versuchsfeld ernährt sich sozusagen durch sich selber. Und wir haben dann noch ein paar Sonderversuchsfelder. Da geht es vorrangig um Leichtbaustrategien, also da spielen Metallschäume wie Aluminiumschaum, Zinkschaum oder auch, wir gehen auch in die Mikrotechnik, das heißt, wir haben Verfahren, die zur Mikroumformung, also im Mühbereich oder auch zu mechanischen Bearbeitungsverfahren, wo man Oberflächenstrukturen über Lasertechnik oder auch mechanische Bearbeitungsverfahren bestimmte Oberflächenstrukturen einstellen kann, gezielt. Das ist der Überblick vom ganzen Haus, nur wen es interessiert. Das heißt also alles, was ich eben genannt habe, wir haben alle, ich sage mal, konventionellen Umformtechnologien im Haus. Wir haben eine Abteilung für Werkzeugkonstruktion, für Werkzeugmaschinenkonstruktion, Automatisierungstechnik. Das ist in unserem Haus in sich angesiedelt und hatte immer das Ziel, dass auf Deutsch gesagt jemand uns ein Bauteil auf den Tisch legen können und wir alles, was zu dem Bauteil gehört, sozusagen in eigener Funktion, ich sag mal, konstruieren und auch zum großen Teil selber bauen können. Also einen Großteil unserer Umform- und Schneidwerkzeuge bauen wir im Haus selber sozusagen. Und die Forschungsfelder sind hier benannt, also von der konventionellen Umformtechnik über neue Bio-Materialkonzepte, Plastik-Composites und das Fügen in den Formen, mechanisches Fügen wie auch thermisches Fügen, sind sozusagen hier vereint in dem Haus. Hier sieht man es noch einmal, die Technologien, die wir dort bedienen, das heißt vom konventionellen Umformen bis hin zum superplastischen Umformen oder auch Sonderverfahren wie Hochgeschwindigkeitsumformung, dort praktisch das Elektromagnetumformen oder auch das Hochgeschwindigkeitsstanzen, wo man mit mehr als 7 Meter pro Sekunde sozusagen Schneidprozesse generiert. Und an den Materialien sieht man, es ist eigentlich alles, es gibt da keine Restriktion im Haus, was wir in die Presse reinlegen oder was wir umformen. Und dazu gehört natürlich immer das Material, die Materialcharakterisierung und den Umformprozess entsprechend in Simulationen sozusagen den Werkzeugbau dort zu unterstützen. Das heißt, ich bin jetzt seit 25 Jahren hier und seit 20 Jahren wird im Haus kein Innenhochdruckumformwerkzeug mehr gebaut, ohne vorher eine Simulation sozusagen als ich sag mal, Werkzeugrichtlinie sozusagen auszugeben. Jetzt komme ich nicht zurück. Das ist die Ausstattung, die wir haben. Das ist also eines von der Überblicksfolie, was Sie gesehen haben. Wir haben also hier unterschiedliche Antriebe in den Techniken. Wir haben unterschiedliche Tischgrößen. Unsere größte Presse ist eine hydraulische Presse, die ungefähr bei 1600 Tonnen liegt und eine Tischgröße von 4 Meter mal 2,50 Meter hat. Das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen von normalen Instituten. Das heißt, wir sind doch sehr, sehr, sehr dicht an der Industrie dran, machen auch sozusagen mit der Industrie Tryouts von Werkzeugen, also fahren die Werkzeuge ein, können auch ganze Großserien abfahren, um im Grunde Standzeituntersuchung dort zu realisieren. Das ist sind ein paar Beispiele. Das heißt, links sehen Sie die große Presse mit ihrem Tisch. Das heißt, wir fahren hier sozusagen in der Umformtechnik von Raumtemperatur bis, das werde ich nachher nochmal auf einer Folie zeigen, bis zu Temperaturen von 1250 Grad unter Schutzgasatmosphäre. Das heißt, weil die Materialien, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, immer komplizierter in der Umformung wurden. Das heißt, zum einen mussten die Werkzeuge normalerweise im großen Bereich temperiert ausgelegt werden und zum anderen brauchten sie entsprechend ausgelegte tribologische Systeme, die dann direkt zusammenlaufen mit einer entsprechenden.
Und wir sind heute sozusagen angekommen bei der Umformung von Titanaluminiten, die bei über 1000 Grad und Schutzgas eben in speziellen Umformsystemen, die im eigenen Haus entwickelt wurden, sozusagen realisiert werden. Ich würde jetzt in dem Augenblick mal einen Überblick geben, was wir an Möglichkeiten in der Materialcharakterisierung und in der Simulation haben. Ich gebe mal ganz kurz zu meinem Kollegen Thomas Lieber, ist Gruppenleiter bei uns in der Hauptabteilung für dieses Department. Ja, schönen guten Tag. Wie der Herr Demmler schon gesagt hat, Material Testing, ohne das geht es nicht. Hier ist mal gesehen, einfach nochmal dargestellt, was wir alles im Hause tun können. Wir betrachten neben dem reinen Umformprozess natürlich auch noch die Anlage und die Automation drumherum. Da kommen die Herren dann später noch ins Spiel. Ich komme aus der Gruppe, die sich extra mit diesen Werkstoffen auseinandersetzt. Womit fangen wir an? Wir fangen immer mit einer Materialcharakterisierung an. Sie haben mal hier dargestellt, kurz, wo sich die Gruppe zusammensetzt. Wir fangen immer mit einer Simulation an, um dann natürlich im realen Prozess die Sachen zu evaluieren, die wir da auch rausgekriegt haben. Wenn man jetzt eine Folie weitergeht, einfach mal dargestellt, wofür ist es gut. Wir haben mal rechter Hand mehrere Maschinen dargestellt, die zeigen, was für Möglichkeiten wir haben. Wir können unter anderem Zugversuche, Druckversuche mit mehreren Richtungen darstellen in einer Biaxialzugprüfmaschine. Wir können unterschiedliche Temperaturen und unterschiedliche Geschwindigkeiten anbieten, dort von ja, sehr geringen Temperaturen bei minus 100 Grad Celsius bis 1000 Grad Celsius für Hochtemperaturwerkstoffe, die wir analysieren. Wir können den Raten von quasi statisch bis 1000 pro Sekunde avisieren. Und können dort dafür die Materialien ermitteln. Und hier auf der linken Hand sehen Sie dann, welche Materialien dort ermittelt werden können. Unser Fokus ist natürlich in den meisten Fällen, Metall, wo wir herkommen. Wir können allerdings dieses auch für Kunststoffwerkzeuge, für Kunststoffwerkstoffe und auch für Hybridwerkstoffe abbilden. Ja, er macht was. Hier ist mal dargestellt kurz, wie das funktioniert an so einer Hochgeschwindigkeitsprüfanlage und was dort für Ergebnisse zu erwarten sind, ganz einfach. Für diese HTM sieht man hier auf der rechten, in der mittleren Spur, läuft das nochmal ab, ja, ist egal, sieht man einen Hochtemperaturzugversuch bei 400 Grad Celsius für einen Aluminium in dem Fall, glaube ich. Und auf der rechten Seite sieht man dann für einen Stahl allerdings mal dargestellt, Fließkurven, die sich daraus ableiten aus so einem Versuch. Und darüber hat man dann natürlich die Möglichkeit, ein Materialmodell für Prozesse zu generieren, wie zum Beispiel das Press Hardening oder Hot Forming in dem Sinne, um dann auch diese Temperaturen oder um diese Prozesse abbilden zu können. Ja. Nächste Folie, bitte. Eine zurück. Kurz als Beispiel einfach mal dargestellt, was folgt auf diese Materialcharakterisierung. Natürlich die Materialmodellierung, dann die entsprechende Prozesssimulation, die wir immer einhergehen lassen mit einer Validierung und einer Neuentwicklung von Methoden. Wenn wir im Hause selber betrachten wir immer das Konzept, gesamte Konzept, das heißt das gesamte Prinzip. Wir betrachten die Maschine, wir betrachten das Material und die Technologie, die wir für die Umformung verwenden. Das Material bietet eine Basis dazu und bietet natürlich auch eine Möglichkeit, um Technologien zu beurteilen oder Technologien zu verbessern an der Stelle. Und da würde ich jetzt sagen, gehen wir fast in die nächste Runde. Ja, danke, Thomas. Das heißt also, wir nutzen diese relativ komplexen Basisuntersuchungen am Material, allerdings sehr oft hier noch am Rohmaterial und noch nicht im Prozess, sondern wir untersuchen praktisch, ich sage jetzt mal, die Platine und sicherlich auch das finale Bauteil. Und wir können natürlich mit diesen Daten unsere Umformmodelle entsprechend füttern, um sie sozusagen in der Vorhersage zu verbessern. Trotzdem noch einmal an der Stelle, wir haben eine ganze Reihe von normalen, konventionellen Umformverfahren. Wir haben aber auch in unserer Abteilung eine ganze Menge von Sonderverfahren. Ganz im Besonderen sind wir relativ bekannt durch das inkrementelle Umformen, wo praktisch wir in einer anderen Trendrichtung, das Diagramm wurde vorhin ausgiebig erklärt, wohin die Individualisierung geht. Und hier habe ich im Grunde genommen die Möglichkeit, mit der Stückzahl 1 sozusagen in eine Produktion zu gehen.
es spielt auch hier Industrie 4.0 eine gewisse Rolle, weil wir müssen gerade, wenn wir praktisch mit einem Drückstift wie der Blechner diese Bauteile ausformen wollen, müssen wir natürlich dem ganzen Materialdaten hinterlegen. Wir müssen die Bahnkurven, wie wir praktisch diese Formen erzeugen wollen. Sie sehen hier oben den Drückstift, unten drunter sehen Sie die Positivform links oben. Und die muss ja abgeformt werden. Und da brauchen wir eine ganze Menge Eingangsgrößen bis dahin, dass wir im Moment dabei sind, eine Konzeption für eine neue Maschine aufzulegen, wo wir sozusagen mit den Eingangsdaten, aber auch mit den direkten Kontrolldaten während des Umformprozesses, das heißt, wie ist die Oberfläche, wie ist im Grunde genommen das Endformteil, wie ist der Verformungszustand, muss ich im Grunde genommen noch eine Bahnkurve herlegen oder eben nicht. Das sind allerdings nur, um Ihnen mal zu zeigen, was wir machen. Das ist mal ein Beispiel. Wir haben hier die Möglichkeit, 4x2 Meter große Bauteile sozusagen wie der Blechner in eine Form zu drücken. Das hier zum Beispiel ist ein Durchmesser von 1,60 Meter. Sie können also praktisch mit diesem Verfahren sozusagen bis zu Bleche der Größe 4x2 Meter einspannen. Und mit dieser Bahnkurve, die Sie hier entwickeln zum Ausformen des Bauteils, brauchen Sie eben alles, was im Grunde genommen möglich ist an Materialdaten, aber natürlich auch im Prozess. Sie sehen die Kamera auch mitlaufen. Da ist natürlich auch Sensorik dahinter packbar unten oder auch am Werkzeug, dass ich die Kräfte aufnehmen kann und entsprechende Rückschlüsse für mein Umformmodell, so würde ich es mal nennen, zu ziehen. Ich gehe mal weiter, damit wir schneller vorankommen. Weiterhin ein großer Bereich von uns ist das Innenhochdruckumformverfahren. Das ist auch im Grunde genommen die Unterscheidung, dass wir hier unterdessen Titanwerkstoffe bei bis zu 800 Grad unter Schutzgas auch superplastisch umformen können. Nur mal im Grunde genommen jetzt mal für Sie zur Information, was wir hier so machen. Wir verheiraten manchmal auch sozusagen konventionelle Umformprozesse wie das Tiefziehen oder das eben gezeigte Innenhochdruckumformen und tun im Grunde genommen Kombinationswerkzeuge realisieren aus Umformung und Spritzguss, wobei dann praktisch wieder die Haftanbindungen untersucht werden vom Faserverbundsystem zur metallischen Oberfläche. Weiteres Verfahren ist das Presshärten, das geht in Richtung Leichtbau. Hier nehmen Sie Bromanganstähle, die werden sozusagen mit einer sogenannten ALSI-Schicht meistens belegt, die eine entsprechende Korrosionsschutz- oder Verzunderungswirkung haben sollen. Und diese Bromanganstähle werden temperiert umgeformt in ganz speziell ausgelegten Werkzeugsystemen, die zum einen sozusagen eine temperierte Umformung realisieren können, aber auch ein Abschreckungsverhalten, um dort in dem Bohrmanganstahl eine entsprechende Martensit-Bildung und damit eine Verfestigung des Endbauteils zu realisieren. Und das ist ein relativ schlechtes Bild. Hier sieht man mal, wie wir vorgehen bei Industrie 4.0 und Sie sehen für den Prozess Presshärten mal die Stellen, an denen wir sozusagen mit einer Sensortechnik rangehen, um im Grunde genommen, ich sage mal, das ideale Bauteil am Ende zu haben und wo wir dann natürlich auch unser Simulationsmodell füttern, weil ich sage Ihnen nochmal ein Beispiel, wenn Sie jetzt ortsaufgelöst diese Platinen temperieren, haben Sie natürlich auch dann im Abschreckungsverhalten dieser Stähle eine unterschiedliche Martensit-Bildung und damit eine unterschiedliche Festigkeit und diese Daten gehen dann alle in unser Umformmodell ein, dass wir sozusagen im Umkehrschluss auch wieder unser Werkzeug entsprechend, was Temperierung und auch Kühlung betrifft, auslegen können. Eine weitere Sache, ein großer Part bei uns ist immer Verbesserung von Lebenszeiten von Werkzeug, Werkstoff, gerade mit der Einführung von hochfesten Stählen. Dort gehen wir zum Beispiel ran mit innovativen Wärmebehandlungsprozessketten. Wir tun also praktisch Werkzeugstähle nicht mehr harten und anlassen, sondern wir tun noch eine Tiefkühlstufe sozusagen zwischenschalten und erzeugen damit eine Carbid-Phasenbildung, die praktisch diesen Werkstoff stabilisiert und in der Standzeit von Werkzeugen für Umform- und Schneidwerkzeuge bis zu 150% teilweise je nach Anwendung erhöhen kann. Auch hier gibt es Entwicklungen in Richtung Industrie 4.0, weil dieser Parametereinfluss auf diese Wärmebehandlungsprozesskette ist natürlich enorm an Parametern und die muss ich natürlich möglichst mit Sensortechnik in einem ganz einfachen Verfahren für jeden Werkzeug, Werkstoff erfassen, damit ich weiß, wo ist denn der beste Zustand, was die Temperatur und die Kurvenbildung betrifft.
Und dann können wir natürlich im Versuchsfeld auch die entsprechenden Schneid- und Umformversuche für Teile bis zu mehreren Millionen Stückzahl realisieren, weil nur dann sind wir direkt an der Industrie dran und nur dann glauben die uns, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind und dass die Untersuchungen auch ordentlich gemacht wurden. So einfach muss man es mal ausdrücken. So, jetzt versuche ich hier weiterzukommen. Jetzt geht's nicht. Jetzt hängt's. Jetzt komme ich nicht weiter hier. Jetzt muss ich die ungarischen Freunde fragen. Dort hat die Präsentation gehangen. Ich glaube, die Kollegen arbeiten dran, aber sie haben 5 Minuten. Oh. Mehr Zeit nicht. Ja, Moment. Ja, aber wir haben, ist das richtig von der Zeit? Wir haben doch 12.40 Uhr angefangen. Nein. Sie haben 34 haben Sie begonnen. Naja, wir machen schnell. Na, damit noch vielleicht für Fragen Zeit übrig bleibt. Nein, der eigentliche Part Industrie 4.0 kommt jetzt eigentlich. Mhm. So. Ist wahrscheinlich die Präsentation abgestürzt. Kann sein. Können Sie vielleicht, bis die Präsentation kommt, ohne Präsentation vielleicht mal weiter erzählen? Oder es kommt sicherlich, also der Techniker arbeitet dran, aber das kann ein paar Minuten. Da, na, jetzt wieder da. Mhm. Jetzt okay. Gucken wir mal, ob wir weiterkommen. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Das heißt, diese ganzen Verfahren, die ich jetzt vorgestellt habe, die haben also praktisch in der heutigen Zeit immer den Hintergedanke, möglichst viele Daten einzusammeln. Hier sieht man mal sozusagen, wie es in einem Presswerk funktioniert. Und ich würde jetzt sozusagen der Reihe nach mal 2, 3 Beispiele geben, wie wir sozusagen aus unserer Sicht diese Industrie 4.0-Gedanke verwirklichen wollen. Also ein Punkt davon ist zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte eine durchgängige Information zu meinem Blech, was dann sozusagen zum Bauteil wird, haben und sozusagen eine eindeutige Bauteilidentifizierung generieren. Und da gibt es verschiedene Verfahren, wie ich das labeln kann. Ich kann das über Schlagzahlen machen, ich kann es über Laser und Hologramme, die dort eingearbeitet werden, machen. Ich kann das auch über Prints machen. Allerdings haben die den Nachteil, ich muss immer an das Bauteil ran und ich sage mal, mehr oder weniger schädigungsfrei ist es nicht. Und wir zum Beispiel sagen, weil zum Beispiel auch in der kleinen Industrie, also für Kleinbauteile, der Wunsch natürlich dort entsteht, diese Bauteile identifizieren zu können, haben wir zum Beispiel einen Sensor hier, der sozusagen uns über die Materialstruktur im Ausgangszustand, einen sogenannten Fingerprint im Ausgangszustand und einen Fingerprint im Grunde genommen nach der erfolgten Umformung oder nach dem Durchlauf des Umformprozesses generiert, sodass ich sagen kann, ich kann an jeder Stelle meiner Fertigung sozusagen mein Bauteil mit allen Informationen zu diesen Prozessparametern und Eigenschaften identifizieren. Das ist ein Weg, den wir gehen, um im Grunde genommen in den Industrie 4.0-Gedanken zu übertragen. Anderer ist, dass wir sagen, wir wollen vom Material, so wie es einläuft in den Prozess, mehr Eckdaten gewinnen und ich würde ganz kurz an Herrn Riemer übergeben. Der stellt das jetzt noch 5 Minuten lang vor. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite in die Runde in aller Kürze. Wir haben jetzt verschiedene Beispielanwendungen hier mal rausgesucht, wie wir quasi konkrete Systeme in Umformprozesse integrieren, um Informationen zu generieren und auch Entscheidungen abzuleiten. Ein Ding ist quasi die Inline-Materialtests, um die Material
den Materialzustand zu erfassen, aber auch in Prozess, ja, Checksysteme wie zum Beispiel Einzugsmessungen, um Bauteilqualitäten vorherzusagen oder auch Verschleißmessungen oder Verschleißdetection im Schneidprozess. Ein weiterer Punkt, was auch vorhin bei der Firma Kipp schon rauskam, ist die Ausstattung von Normalien mit Sensorik, Funktionalitäten, da sind wir auch unterwegs. Komme ich zur nächsten Folie? Genau. Das war zu schnell. Noch eins zurück. Genau, also das heißt, wir sind da auch dabei, im Werkzeugbau häufig eingesetzt. Normalien, wie zum Beispiel Führungssäulen, Kleidplatten, Schneidstempel und so weiter mit sensorischen Funktionalitäten auszustatten. Dann nutzen wir piezoaktive Dünnschichtsysteme zum Beispiel und dann können quasi diese im Werkzeug, ja, im normalen Werkzeug integrierten Komponenten 1:1 ausgetauscht werden, ohne dass umfangreiche Neuanpassungen im Werkzeug gemacht werden müssen und die Normalien können eingesetzt werden, um den Prozess zu überwachen. Genau, hier wird mal drüber weggehen. Das ist nochmal eine Folie, die das ein bisschen näher erläutert, aber im Sinne, dass wir die Zeit ein bisschen einhalten, würde ich darüber weggehen. Nächster Punkt ist das Thema Inline-Materialtest. Da haben wir ein Verfahren entwickelt, wie wir quasi für jede Platine die Materialeigenschaften inline ermitteln können und darin gehend Entscheidungen, zum Beispiel eine Anpassung der Prozessparameter, ableiten können. Wie funktioniert das Ganze? Es wird zum Beispiel im Platinschnitt oder auch in der Umformoperation einen Materialtest gemacht. Die Daten, die da ermittelt werden, die Kraft-Weg-Kurven der Regel, gehen quasi in ein KI-basiertes Vorhersagesystem, woraus dann eine Entscheidung abgeleitet wird, okay, das Material ist verarbeitbar, das Material ist verarbeitbar unter Anpassung der Prozessparameter oder das Material ist nicht verarbeitbar. Damit wollen wir signifikant Ausschuss reduzieren, unnötige Wertschöpfung verhindern und quasi zusätzliche Qualitätssicherungsschritte vermeiden. Hier ist mal so eine Testgeometrie dargestellt. Das ist ein bisschen an den Eriksen-Test angelehnt und im Gegensatz zum Eriksen-Test nutzen wir aber nicht nur einen Wert, den Maximalwert der Kurve, sondern erfassen die kompletten Kraft-Weg-Werte und führen die unserem ML-Modell zu, um eine Vorhersage zu treffen, ob das Bauteil die gewünschte Qualität hat oder nicht. Genau, diese ML-Modelle müssen natürlich trainiert werden. Das machen wir in der sogenannten Trainingsphase. Das würde man dann immer kundenspezifisch machen. Da werden quasi Materialien zu uns geschickt oder auch beim Kunden vor Ort. Und dort könnten wir dann diese Modelle erstellen und dann können die in der Produktion mitlaufen. Genau, weiterer Punkt ist, wie gesagt, diese Lasereinzugsmessung. Da werden Lasereinzugssensoren an der Platine oder am Rand oder am Einlaufbereich der Platine installiert, um den Einzug zu messen. Und basierend auf diesem Einzug soll dann quasi die Bauteilqualität vorhergesagt werden. Hier ist mal so ein Versuchssetup dargestellt, wo verschiedene Sensoren in so einem Werkzeug angebracht sind. Und da haben wir Versuche gemacht mit Material, was uns von dem Industrieunternehmen bereitgestellt wurden. Und da waren wir in der Lage, mit unserem System 80-prozentiger bis 87-prozentiger Genauigkeit vorherzusagen, ob das Bauteil okay wird oder nicht. Und das auf einer relativ geringen Trainingsbasis. Und hier sehen wir eine große Chance, dass wir da besser werden, mit mehr Trainingsdaten. Genau, und als letztes noch die Verschleiß-Detection bei Schneidprozessen. Da haben wir hier eine Anwendung, wo wir quasi in die Druckplatte eines Schneidwerkzeuges Piezo-Sensoren eingebracht haben, um den Schnittkraftverlauf während des Zuges zu erfassen. Die Ergebnisse sind hier mal dargestellt von einem Stempel, der scharf war, das heißt, da war erst 500 Hub gelaufen und ein Stempel, der schon mehr oder weniger stumpf war, der war 50.000 Hub gelaufen. Und da sehen wir hier deutlich den Unterschied in den Kraftsignalen, wodurch wir mit dem System in der Lage sind, den Verschleiß am Stempel im Prozess inline zu messen. So, wenn wir jetzt noch 4 Minuten kriegen, wird der Pierer noch zu Prozessmodellen kurz was sagen. Ja, also meine technologischen Kollegen haben ja schon kurz vorgetragen. Es steht natürlich immer die Herausforderung, die Prozesse, die unsere Technologen entwickelt haben, am Schluss auch zu überwachen. Und das ist das Geschäftsmodell sozusagen unserer Abteilung.
Wir haben dazu eine eigene Softwareentwicklungsumgebung, genannt Xaidana, entwickelt, die es uns ermöglicht, solche Applikationen sehr schnell umzusetzen. Wir setzen dabei auf im Wesentlichen vier Aspekte. Wir haben viele Algorithmen zur Integration unterschiedlichster Datenquellen, unterschiedlichster Sensoren entwickelt. Wir setzen immer auf eine sogenannte hybride Programmierung, bei der wir sozusagen grafische Programmiermethoden mit klassischen Softwareentwicklungsmethoden kombinieren. Wir sind auch in der Lage, mit dem sogenannten Assisted Prototyping Vorwissen, was wir aus vorangegangenen Projekten gewonnen haben, wieder zu verwenden, um so möglichst schnell Applikationen zu entwickeln. Und wir setzen natürlich vor dem Hintergrund, der jetzt immer stärker aufkommt, Maschinenlernverfahren auf eine optimale Ausnutzung der Computerhardware durch Parallelisierung. Hier sehen Sie mal ein Beispiel, also in diesem Teil sozusagen einen Einblick in unsere Softwareentwicklungsumgebung. Wir haben hier links die Einbindung unterschiedlichster Sensoren, also wir kombinieren hier in diesem Beispiel Kameras, Laserlinienscanner und Pyrometer, um einen Laserschweißprozess zu überwachen. Wir haben dann Module, die in der Lage sind, diese Sensorsignale zu kombinieren und zu neuen Informationen zu kombinieren und letztendlich uns eine Aussage über die Qualität des Schweißprozesses zu liefern. Hier mal ein paar Beispiele. Wir haben also gezielt diesen Prozess gestört, indem wir zum einen die Exzentrizität des Laserspots gezielt variiert haben und zum anderen gezielten Wärmestau durch eine variable Variation des Pulverflusses zu erzielen. Und haben dann diese sozusagen gelabelten Fehler genutzt, um im Hintergrund ein maschinelles Lernmodell anzuwenden und dann im realen Prozess die Prozessstörung wiederfinden zu können. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, wir setzen bei der Umsetzung unserer Softwareprojekte auf die hybride Programmierung. Das heißt, wir modellieren alle Verarbeitungsschritte der Sensorsignalverarbeitung grafisch und kombinieren dann letztendlich die eigentliche applikationsspezifische Charakteristik der Anlage, also sprich, was das Benutzerinterface, spezielle Sachen der Programmlogik betrifft, in klassischen Programmierumgebungen. Sind dadurch in der Lage, sozusagen die Vorteile aus beiden Welten zu kombinieren, um Applikationen möglichst schnell umzusetzen. Dabei setzen wir auf eine, Sie sehen es hier in dem Beispiel, auf eine Parallelisierung der Verarbeitungsschritte, was es uns also erlaubt bei modernen Computersystemen, die also oft Mehrkernarchitekturen beinhalten, die Rechenleistung optimal auszunutzen. Ja, ich gehe jetzt mal ganz schnell über den nächsten Schritt. Es gibt halt häufig gewisse Verarbeitungsketten, die immer wiederkehren. Unser System ist in der Lage, im Hintergrund ein Modell zu lernen, welche Schritte am wahrscheinlichsten auf Vorgängerschritte erfolgen, um sozusagen dem Programmierer gewisse Empfehlungen zu machen, wie er seine Daten Schritt für Schritt weiterverarbeiten kann. Hier mal ein Beispiel. Wir haben in der Industrie ein Multikamerasystem umgesetzt, was am Pressenauslaufband eines Presswerks verortet ist und dort eine visuelle Bauteilinspektion vornimmt. Wir setzen dabei auf bis zu 24 Kameras, was also auch sehr hohe Datenmengen beinhaltet, die dann auch stark parallelisiert verarbeitet werden müssen. Hier mal ein paar Beispielbilder aus der Applikation. Sie sehen hier reale Aufnahmen vom sogenannten Reserveradraum, der hier inspiziert wird. Sie sehen hier links ein paar Aufnahmen, wo wir im Prozess reale Störungen oder Abweichungen gefunden haben. Ja, wir sind in der Lage, unsere Applikation dann mit der klassischen SPS-Welt zu verheiraten, also sprich Informationen über das aktuell verarbeitete Bauteil eingangsseitig aufzunehmen. Dann läuft unsere Überwachung. Und am Schluss der Kette liefern wir ein Ergebnis zurück, was dann eventuell entweder zu einer manuellen oder zu einer roboterbasierten Sortierung der Bauteile führt. Ja, neben der Überwachung von Produkten sind wir auch sehr aktiv in der Überwachung der eigentlichen Anlagentechnik und haben da
auf Basis unseres Xaidana-Frameworks auch verschiedenste Condition-Monitoring-Systeme entwickelt. Damit möchte ich den Vortrag soweit beenden und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Nagyon szépen köszönjük a nagyon tartalmas információkban gazdag előadást. Kérdések nem érkeztek, látom, viszont még a konferenciára való bejelentkezéskor jött egy kérdés, és néztem is, hogy itt van még közöttünk a kérdés feltevője, úgyhogy ezt most meg is osztanám önökkel. Ez elsősorban a magyar országi helyzetre vonatkozik, de én szeretném egy picit a németre is átültetni. A kérdés úgy hangzik, hogy az ipar 4.0 nagy hivatalos támogatottsága mellett is még eléggé kevés KKV-nál valósul meg ez a történet, és hogy nem kellene a kis- és középvállalatokra testre szabott támogatást adni. Hát ugye volt itt Magyarországon ez az ipar 4.0 mintagyár projekt, ami 2-3 évig zajlott is, ennek pont ez volt a célja, de ez, hogyha jól tudom, a múlt évben kifutott, úgyhogy én az egyetlen magyar előadónkhoz, Nick úrhoz intézném a kérdést, hogy hogyan tudna erre a kérdésre reagálni. Hát köszönöm a kérdést. Én azt gondolom, hogy az előadásomban elmondtam, hogy nagy jelentősége van az ipar innovációinak adaptációja kapcsán a három nagy szférának, az ipari, a kormányzati és a kutatói szférának az együttműködésére. Azt gondolom, hogy Magyarországon, ha megnézzük, hogy ki az, aki leginkább támogatja a KKV-kat, akkor ugye találunk a kutatóintézetek között, egyetemek között erre megoldásokat, például a Műszaki Egyetemnek van ez a technológiai központja, ahol lehet vonatkozó információkat találni, illetve amit én még kiemelnék, a kormányzat oldaláról van az úgynevezett iparfejlesztési közhasznú alapítmány, amit IFK-nak hívunk, tehát Ilona Ferenc Katalin Aladár.hu, aki ezt beüti a saját böngészőjébe, akkor ott egy olyan weboldalra találja magát szembe, ahol megtalálhatóak azok az aktuális pályázatok, azok az aktuális programok, amelyek elsősorban a KKV-knak a digitalizációját hivatottak támogatni. Úgyhogy én a kérdezőnek azt a választ adnám, hogy keresse meg az IFK-nak a weboldalát, és ott kellő információt fog találni erre vonatkozólag. Köszönöm szépen. Az IFKA volt az, aki egyébként ezt a ipar 4.0 mintagyár projektet is kezelte, amikor ez még futott. És ha már köszönöm szépen, Ikor, és pedig azt kérdezném a német előadóktól, nem tudom, hogy ki szeretne reagálni rá, hogy Németországban ez hogy néz ki? Milyen támogatást kapnak a kis- és középvállalkozások, akik szeretnék ugye az ipar 4.0 nullát, illetve hát a digitalizációs, a folyamataikat, a gyártási folyamataikat digitalizálni. Also, tudom, die Frage ist jetzt, die Frage ist jetzt nach Chemnitz gerichtet, also prinzipiell gibt es... Nyugodtan megválaszolhatja, hogyha gondolja, nem kifejezetten önnek, de hogyha reagálni szeretne rá, akkor egészen nyugodtan, csak a kamerát kapcsolja be, legyen szíves. Aha, alles. Die Kamera ist eigentlich angeschaltet. Ach doch, igen, nee, doch. Ja, gut, der, alles klar. Mhm. Ja, also prinzipiell gibt es jetzt für deutsch-ungarische Zusammenarbeit, wenn ich das richtig recherchiert habe, nur ein kleines Band an Fördermöglichkeiten. Ich weiß, dass das BMBF in den nächsten Wochen eine Eureka-Ausschreibung herausbringen wird in Richtung Digitalisierung Industrie 4.0. Das heißt, das ist eine explizit bilaterale Ausschreibung zwischen diesen beiden Ländern und würde auch hier auch die Firmen, die sich vorgestellt haben, die Möglichkeit bieten, sozusagen in einem gemeinsamen Projekt, in welche Richtung das dann auch immer geht, dort einen Förderantrag stellen zu können. Die sind getackelt, die haben eine Obergrenze, diese Eureka-Ausschreibung pro Land. Das wäre eine Möglichkeit, das wird also die nächsten Wochen und Monate in die Ausschreibung kommen. Eine zweite Möglichkeit wären die Realisierung von bereits seit Jahren bestehenden Eurostars-Projekten.
wo ich im Grunde genommen zielgerichtet auf die Entwicklung einer neuen Technologie oder eben einer Qualitätsmanagementsystemintegration in einen Fertigungsprozess, da kann ich dann gezielt Projekte, die zur Verbesserung des Prozesses oder eben des Produktes führen, einreichen. Diese beiden Möglichkeiten kenne ich jetzt. Értem. Nagyon szépen köszönöm, és hát úgy látom, hogy nem érkeznek itt további kérdések, úgyhogy akkor el is jutottunk a rendezvény lezárásához, mielőtt ezt megtenném, viszont engedjenek meg még néhány technikai információt. Ahogyan az elején említettem, videófelvételt készítettünk erről a mai konferenciáról, és a videó is, illetve az itt elhangzott előadások is felkerülnek a honlapunkra néhány napon belül, úgyhogy biztatnám önöket, hogy látogassanak el a honlapunkra, ezen kívül még egyéb más aktuális információkat is találnak ott. Aztán, hogyha szeretnének az itt bemutatkozott német előadókkal, vállalatokkal felvenni a kapcsolatot, jelezzék nekünk, kolléganőmnek, illetve nekem, és ebben megpróbálunk segíteni, illetve néhány órán belül szerintem még a mai napon kiküldünk önöknek egy online kérdőívet, ami csak tényleg néhány kérdést tartalmaz a mai konferencia tartalmi, illetve technikai lebonyolításával kapcsolatban. Szeretném megkérni önöket, hogy szálljanak rá 2 percet, körülbelül ennyi ideig tart, amíg kitöltik, és adjanak nekünk visszajelzést, ez nagyon fontos lenne a további munkánkhoz. Hát én remélem, hogy sikerül néhány új információt, talán néhány érdekes, inspiráló gondolatot magukkal vinniük erről a mai konferenciáról. Én köszönöm az előadóknak a színvonalas előadásokat, Szabó Erika kolléganőmnek szeretném a kiváló szervezést megköszönni, szeretném a tolmácsunknak, Tillatillának megköszönni a kiváló munkáját és a technikai segítséget is a kollégáknak. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, további szép napot kívánok, viszontlátásra, viszontlátásra. Thank you.